Herzlich willkommen zur heutigen wissenschaftlichen Tagesschau. Heute Talkshow Demokratie pur, freie Argumente-Plattform. Die Basis und wir 2020, Parteimitglieder und WählerInnen befragen Experten zu sehr viel besserem Volksentscheid, Wahlprogramm mit Wählerstimmenpotenzial 56%. So, und dann mache ich doch mal diese Präsentation wieder weg, damit wir die Gäste begrüßen können. Und zwar muss ich jetzt hier drauf drücken. Moment. Jetzt müssten wir uns alle wieder sehen können, ja? So, und dann begrüße ich jetzt erst einmal bei mir zu sehen, oben rechts, Diplompsychologin Bruckland aus Köln, Mitglied bei Wir 2020. Darunter sehe ich Frau Mesli, Ernährungsberaterin. Frau Bruckland ist Psychotherapeutin hauptsächlich, gell? Systemische Therapeutin. Familientherapeutin. Und Frau Mesli ist in erster Linie Ernährungsberaterin und hat schon ganz viel Talkshow-Erfahrung mit nextscientistsforfuture.de gesammelt sozusagen. Und aus Österreich, die Herren, wenn Sie sich beide mal vorstellen, ich habe Sie so als Leitungspersonen die Basis Österreich sozusagen angekündigt. Sagen Sie selbst mal was, stellen Sie sich vor ganz kurz, ja? Ja, also mein Name ist Jürgen Hammerdinger. Ich bin Gründungsmitglied von der Basis Österreich. Bin auch erster Gründungsvorstand von dieser Partei. Wir haben diese Partei gegründet, eben weil wir die letzten 12 Monate einiges an Sachen erlebt haben. Grundrechtseinschränkungen, Freiheitseinschränkungen, Versammlungsrechteinschränkungen. Das war ein Tropfen auf dem das fast zum Überlaufen gebracht hat. Man muss auch nur die letzten 20, 30 Jahre hernehmen, die in der Politik geschehen sind. Und darum haben wir diese Partei gegründet, in tiefer Zusammenarbeit mit der Deutschen Demokratischen Partei Basis. Und ja, wir hoffen, dass wir da auf einem guten Weg sind und da vieles ändern können in Zukunft. Ja, vielleicht Sie noch? Ja, ich bin der Johannes Stone, vom Jürgen, sein Stellvertreter. Und wir hoffen, dass wir direkte Demokratie einführen können, wieder mehr Volksnähe in der Politik zusammenkriegen, wieder, sagen wir, mehr auf das Volk hören, das Volk regiert und nicht mehr die Politiker das Volk regieren. Ne? Ist halt so unser Motto und unser Zusammen, warum wir eigentlich zum Zusammenschluss gekommen ist und zum Zusammenschließen und Zusammenwachsen. Ne? Ja, vielen Dank. Und alle wieder die Mikros ausstellen, auch Frau Bruckland, immer sicherheitshalber ausstellen. Wo mache ich denn? Ich weiß gar nicht, wo ich das machen muss. In der Mitte ist da unten in der Mitte ist so ein Zeichen links fürs Mikrofon, einfach aufs Mikrofon draufklicken. Ja, super. Ja, jetzt habe ich, Frau Mesli, eine Frage an Sie, um diese Runde zu eröffnen. Sie sind ja jetzt viele Monate Mitglied Wir 2020 gewesen, haben jetzt Ihre erste Versammlung mit die Basis Deutschland gehabt, 30 Personen ungefähr. Und Sie haben ja auch, ich habe es in Erinnerung, liebe österreichische Gäste, Sie haben mir gesagt, dass Sie so circa 3 Wochen gebraucht haben, um die Reform der Next Scientist for Future richtig tief zu verstehen oder das Ganze. Aber berichten Sie jetzt mal den Österreichern aus Ihrer Erfahrung jetzt mit der Politik und auch mit der Versammlung jetzt, die letztens war, Ihre erste Versammlung mit die Basis Deutschland. Und ja, schildern Sie vielleicht einfach mal, und was Sie meinen, worauf die Österreicher aus Ihrer Erfahrung jetzt mit Next Scientists for Future achten müssen, wenn sie wirklich Erfolg haben wollen und wenn sie wirklich letztendlich statt Bundeskanzler Kurz Österreich regieren wollen irgendwann. Ja? Schnellstmöglich. Okay. Also ich sag mal so, alle Parteien, neuen, jungen Parteien haben sich ja die Basisdemokratie auf die Fahnen geschrieben. Und was ich bis jetzt bei Wir 2020 und auch die Basis miterlebt habe, ist, dass die einfach nur interne Experten berücksichtigen wollen. Und ich habe mich ja schon vor Monaten mit Don Dillen in Verbindung gesetzt. Ich hatte ihn in einer Internetkonferenz kennengelernt
und habe dann in Bei einem Köln Kongress war es, glaube angerufen. ich, gell? Es war so ein Online-Kongress, wo ich, Wahrheitskongress. da war Sucharit Bhakti angekündigt als Redner und der Freund von Bodo Schiffmann, der Samuel Eckert, hat dort geredet. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann trauen wir uns da auch zu reden bei dem Kongress, ne? Und dann habe ich den Don Dillen angerufen in Köln und habe ihm gesagt, ich bin Parteimitglied bei Wir 2020 und was kann ich tun, wie kann ich helfen? Und dann hat er mich eingeladen zu diesen Videoshows und ich konnte Fragen stellen und habe jetzt auch nach längerer Zeit das Konzept der Next Scientists for Future gut verstanden. Also ich weiß jetzt, was man mit Basisdemokratie, wie das aussehen würde nach dem Konzept. Und das versuche ich eben meinen Parteikollegen jetzt hier in Oberbayern mal näher zu bringen, aber ich bin da noch nicht so richtig durchgekommen. Das war es dann schon Ja, von Sie meinem. hatten ja für heute auch den Leiter Ihrer Region eingeladen, einen Chemiker, der aber jetzt so kurzfristig wohl auch nicht teilnehmen konnte. Der hat ja Familie und Ja, er hat alles auf eine möglich. Mail nicht Ja, geantwortet. das war dann wohl auch zu kurzfristig, ne? Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Und Frau Brugland, habe ich das richtig erfasst, dass Sie eigentlich noch nicht so besonders viel mit der Partei jetzt gemacht haben oder zu tun hatten? Oder hatten Sie doch schon auch gewisse Erfahrungen mit Wir 2020? Mikro anschalten, immer jetzt dran denken, immer erst Mikro anschalten. Bei mir, ich brauche nicht an- und ausschalten, weil ich so ein sündhaft teures Mikro hier in der Hand halte und das kann man anlassen sozusagen, aber die anderen nicht. Ja, jetzt hört man sie. Okay. Ja, also ich habe noch keine nähere Berührung so gehabt, bin in die Partei eingetreten, weil ich eben mit den Umständen, die hier uns gerade im Moment erfasst haben, nicht so einverstanden bin und also wirklich wünschen würde, dass ja, dass die Regierung tatsächlich eben auch mal für die Menschen dann da ist in Wirklich was für die Menschen tut und ja, nicht nur genau. für irgendwelche Industrien, die irgendwelche Dinge verkaufen müssen und wollen. Ne? Ja gut, das nur so am Rande. Dann fange ich doch vielleicht mal an, indem ich noch einmal ein paar Bilder zeige. Und das ist ja, Frau Mesli, wir hatten das ja auch schon besprochen heute und für manche wird es eine Wiederholung sein, aber ich werde ein paar Sätze darüber sagen, was diese Professoren nach 52 Jahren, über 20 Professoren und Doktoren nach 52 Jahren Wissenschaft, übrigens für die Österreicher ganz interessant, ein Doktor aus Wien, der ziemlich bekannt ist, auch schon bei Servus TV berichtet wurde und bei Punkt Preradovic war, ist auch Mitglied bei den Next Scientists for Future, kommt natürlich erst an der Deckung, wenn wir alles ein bisschen größer geworden sind, denn der reagiert so, erst ab 100.000 Klicks interessieren ihn die Sachen. Ja? Und genauso unser Professor Harald Wallach hier in Deutschland, der ist auch mit der Basis Deutschland hat ja große Sympathien dazu und kennt auch einzelne Personen persönlich, war früher auch sogar, gehörte zum Expertenausschuss oder Expertenrat des Corona-Ausschusses ursprünglich. Professor Wallach ist aber jetzt auch bei uns Mitglied. Aber die kommen erst aus der Deckung, der ist auch Psychologe übrigens, Frau Brugland, ja, wenn wir alles ein bisschen größer geworden ist, ne? Und ich mache jetzt noch mal eine kleine Präsentation, nur um so ein paar Basics zu sagen. Was ist echte Basisdemokratie und welchen Fehler darf man auf keinen Fall machen, um wirklich basisdemokratisch zu sein? Also erst einmal, ich hoffe, Sie sehen das alle. Frau Mesli, vielleicht mal kurz das Mikro an. Sehen Sie das alles, die Präsentation jetzt, den Ja, ich sehe Volksentscheid? ein bisschen größer. Geht es noch ein bisschen größer? Leider nicht, leider nicht. Okay, dann müssen wir es so lassen. Sie Okay. müssen es auch nicht lesen. Das ist jetzt auch nicht zum Lesen gedacht. Es soll nur zeigen, dass wir sozusagen, erste Bemerkung ist, auf der Homepage einer Partei sollte immer stehen, aha, Gesundheitsreform. Und dann vielleicht
zwei, drei Experten genannt, ja, und zum Beispiel Next Scientists for Future als Experten und andere, zum Beispiel dagegen sprechende, sich für andere Gesundheitsreformvarianten aussprechende Personen draufstehen. Und dann geht es weiter, vielleicht mit Pflegereform, dann mit Ernährungsreform oder was auch immer, was auch interessiert und was von Interesse ist. Ja, es gibt ja eine ganze Bandbreite an gesellschaftlichen Bereichen, wo man reformieren kann oder muss, ne? Und dadurch hat man dann schon mal das Signal an die Wähler gegeben, hoppla, wir berücksichtigen unsere parteiinternen Laien- und Amateurexperten, wir nutzen aber auch alle ausgebildeten Experten, hinterfragen deren Konzepte auch kritisch, aber wir nutzen sie, wir ignorieren sie nicht einfach. Wir filtern also nicht einfach Reformkonzepte, die da sind, nicht einfach weg. Ja? Und die zweite Sache ist das, was Sie jetzt vor sich haben, nämlich dieses Denken in Volksentscheiden, dass man also sagt, hier, liebe Wählerinnen, wir meinen es im Ernst mit der echten Basisdemokratie. Wir lassen Sie konsensieren über die verschiedenen Varianten, zum Beispiel einer Gesundheitsreform oder einer sonstigen Reform. Ich zeige nochmal ein anderes Bild hier. Hier zum Beispiel, ich zeige mal ein paar Bilder, wären zum Beispiel drei verschiedene Vorschläge zur Gesundheitsreform. Und so weiter, Presse, Radio, Fernsehen, auch wieder drei verschiedene Vorschläge. Das ist übrigens die Fleißarbeit von Frau Mesli, die aus den Talkshows heraus entstanden ist. Dann hier Kinderkrippen und Kindergärten, zwei verschiedene Vorschläge, die quasi. Und die Wählerinnen dürfen dann, das Signal an die Wählerinnen geht, ihr dürft konsensieren. Wir entscheiden nicht über eure Köpfe hinweg, sondern ihr seid es, die konsensieren dürfen und unsere Parteibasis, die konsensiert zwar für über dies und das, aber die greift euch nicht vor, sondern ihr Wählerinnen kriegt das Sagen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sehen ja jetzt zum Beispiel, stellen Sie sich mal vor, die Parteibasis würde über die Wahlalternativen hier konsensieren und würde zum Beispiel diese vier, die vier links hier weg konsensieren und den als Gewinner behalten. Es würde sich aber herausstellen, dass die Wähler eigentlich den lieber gewählt hätten, den Vorschlag 2 am liebsten gehabt hätten. Dann hätte aber die Parteibasis quasi die Basisdemokratie zerstört, indem sie sich auf den Vorschlag 5 runterkonsensiert hat, während die Wähler eigentlich den Vorschlag 2 wollen. Aber dazu kommen die Wähler gar nicht mehr, weil die Wähler gar nicht mehr konsensieren dürfen über diesen Vorschlag, sondern nur noch den Vorschlag 5 präsentiert bekommen. Und dann ist eigentlich die Basisdemokratie nicht mehr existent. Wenn wir also Basisdemokratie wählen, müssen wir den Wählerinnen signalisieren, ihr kriegt nach der Wahl von uns einen ersten Volksentscheid und da habt ihr das Sagen und ihr seht an den Wahlvorschlägen, die ihr habt, dass ihr ganz tolle neue Gesundheitsreformvarianten und was auch immer Reformvarianten zur Auswahl habt von top-kompetenten Leuten, auch dabei, auch von Laien, aber auch von top ausgebildeten Leuten. Und wir liefern euch damit die höchste Qualität. Und da sagen dann die Wähler, ja, diese Partei ist grundlegend neu. Die meint es ernst. Und da haben wir die Auswahl. Und da werden alle die Top-Experten, die sonst von den Parteien wegzensiert werden, die haben wir zur Auswahl. Und wir entscheiden als Wähler. Ah ja, so eine Partei, darauf warten wir. Die wollen wir haben. Und wenn dann auch es noch heißt, dass bei der Gesundheitsreform der Arzt und der Behandler sozusagen dann am meisten belohnt wird, wenn er mir hilft, dass ich nie Krebs und nie Herzinfarkt bekomme, also für Gesundheitsförderung und für Krankheitsverhinderung gezielt belohnt wird, ja, darauf warte ich doch eigentlich als Patient schon seit Jahrzehnten, dass mein Arzt nicht nur mir so viel Operationen wie möglich verkauft, sondern dass er meine Gesundheit in einem kostenlosen Freizeit- und Wochenendangebot mit Sport, Ernährungsberatung, Singen, Tanzen, Musizieren, alles, was helfen kann, glücklichere, gesündere Menschen zu ermöglichen, das bietet er uns an für unseren Krankenkassenbeitrag und je gesünder wir uns entwickeln, desto mehr Geld kriegt er von der Krankenkasse. Und auch die Diplompsychologen und die Ernährungsberater dürfen eine eigene Hausarztersatzpraxis aufmachen, das wäre jetzt unser Vorschlag.
Und dann wird aber gemessen, wie die Wirkung ist, nämlich die gesundheitsförderliche Wirkung auf ihre Klientel ist. Und ja, und das, ja, aber so viel erst einmal zu diesen zwei Punkten, nämlich, dass man denken sollte, also öffnen für alle Experten und dann zweitens denken in Volksentscheid-Wahlprogrammen und dann so unsere Bitte immer. Bringen Sie uns auch alle uns widersprechenden internen Experten und auch andere externe Experten und wir sagen Ihnen dann, warum und wo die sich irren, ja, sozusagen. Aber Diskussion ist unendlich wichtig, bloß nie wieder Einseitigkeit. Einseitigkeit ist das Ende aller Basisdemokratie. Immer alle Seiten hören, ja? Und das ist die Aufgabe einer guten Partei. Und ich werde das nachher auch machen, dass ich, da wir heute jetzt erstmal nur mich als Experten haben, werde ich auch noch einen Stuhlwechsel machen. Sie kennen das, Frau Brugland, auch aus der Psychologie. Frau Mesli kennt es auch, dass ich einfach mal die Position anderer mir wieder uns widersprechender Experten einnehme und damit verdeutliche, wie dann zum Beispiel solch eine, wie so unterschiedliche Vorschläge aussehen können, über die dann die Wählerinnen konsensieren dürfen in einer echten basisdemokratischen Situation. Ja, dann mache ich doch jetzt mal diese Präsentation wieder weg. So. Und ich hoffe, Sie konnten das alles sehen. Ich glaube, wir sind jetzt etwas anders angeordnet. Ja, vielleicht sozusagen alle drei. Ich fange mal mit der Frau Mesli an. War das jetzt so verständlich oder deckt sich das mit dem, was Sie auch jetzt, als Sie beim ersten Mal bei der Basis waren, dass Sie dachten, das müssten die, sollten die machen dort bei der Basis Deutschland? Ja, also ich habe ja vergangenen Freitag bei der Mitgliederversammlung der zweiten Vorsitzenden unser Papier gezeigt, so ein bisschen, habe dann gemeint, man solle das erstmal parteiintern präsentieren, damit die Parteimitglieder das schon mal entscheiden können, was ist für uns wichtig und entscheidend. Und dass man dann rausgeht zu den Wählern und da auch nochmal eine Abfrage macht, aber eben mit dem ganzen Konzept und nicht nur ein Teil davon. Und so gesehen, ja, so habe ich das auch verstanden. Ja, und Frau Brugland, für Sie jetzt völlig neu, gell? Ich glaube völlig neu, jetzt mal da so gehört zu haben, über diese Grundidee Basisdemokratie noch mal viel ernster zu nehmen als bisher, ja. Nee, also so in den Grundzügen ist mir das schon bekannt, ne? Und auch finde ich wünschenswert und ja, also ist kaum vorstellbar, dass das tatsächlich funktionieren könnte, aber das wäre natürlich genial und würde vor allen Dingen den einzelnen Menschen aus seiner Hilflosigkeit auch irgendwie ausbringen können, ne? Dieses ständige Gefühl, ich kann ja, so habe ja sowieso nichts zu sagen. Wen interessiert schon, was ich denke? Ja, Ja, und das wäre Einfache dann. ist ja, dass man wirklich, ich habe ja einige Links mitgeschickt mit den E-Mails, gell, wenn man sich die Kommentare der Wähler bei der simulierten Bundestagswahl oder jetzt bei den Open Petition Wettbewerb, den Frau Mesli ja auch gestartet hat, wenn man sich die durchliest, dann sieht man, aha, sie haben es jetzt eigentlich ziemlich einfach. Sie haben die Top-Experten mit an Bord, liebe Österreicher im Prinzip, ja, und brauchen jetzt nur dagegen widersprechende Parteien. Mitglieder und dagegen widersprechende Experten, die man sonst von denen die Parteimitglieder gehört haben oder sie gehört haben, die andere Konzepte haben, einfach dagegen stellen, damit immer dieser Widerspruch und die Diskussion gegeben ist. Aber sie wissen immer schon, sie haben auf jeden Fall schon mal einen hochqualifizierten Vorschlag mit an Bord und können damit sozusagen siegesmutig sozusagen an die Wähler rantreten, sozusagen. Wir haben Top-Qualität und bieten auch echte Basisdemokratie dabei. Wir konsensieren nicht vor Ihnen, sondern wir lassen Sie, liebe Wählerinnen, konsensieren. Und dann kommt plötzlich was ganz anderes raus, als was bisher in der Parteienlandschaft immer rauskommt. Ne?
Ja, und jetzt, liebe Österreicher, war das heute auch nochmal so verständlich. Wir haben ja gestern schon mal ein bisschen drüber gesprochen, heute schon am Telefon ein bisschen drüber gesprochen. Waren diese Gedanken jetzt schon, sind die auch schon so ein bisschen bei Ihnen so angekommen? Oder wo ist der vielleicht irgendwas Widerspruch oder nicht so verständlich oder Kontra? Wir leben ja alle vom Widerspruch, ne? Die Wissenschaft auch. Ja, da es ist schon verständlich. Wir sind ja erst, oder uns gibt es erst seit circa Ende Dezember, Anfang Jänner. Wir sind noch mitten im Strukturaufbau inbegriffen. Uns hat das natürlich gefallen, das System von der deutschen deutschen Basis, dieses System mit systemisch konzentrieren. Und auch die vier Grundsäulen haben uns natürlich äußerst gut gefallen. Darum haben wir das angelehnt an die Deutschen gemacht. Ja, das ist ein neues System, das wir erst lernen müssen. Und durch den gestrigen Anruf von dir, Dylan, sind wir natürlich angestoßen worden, das vielleicht nochmal zu überdenken, dass wir das nicht selber konzentrieren sollten, sondern wirklich auf die Homepage und das von den Leuten direkt konzentrieren lassen sollten. Ist eine super Idee. Aber was ich von der Frau Mesli gerne hören würde noch, warum, ich habe schon öfters mit dem Frank Rödl geredet, das ist der deutsche Gründungsvorsitzende. Warum die das nicht in ihr System aufgenommen haben, jetzt vor den Wahlen in Baden-Württemberg, das würde mich stark interessieren. Frau Miesli, Ihr Wenn ich Mikro. das wüsste, wenn ich das wüsste, also ich bin ja hier in Südostoberbayern, also ganz nah der österreichischen Grenze im Übrigen. Und jetzt als einfaches Parteimitglied kommt man ja nicht so ohne weiteres durch bis zur Spitze, sage ich jetzt mal. Und Baden-Württemberg, wir 2020, weil die hatten halt schon ihr vorgefertigtes Parteiprogramm und sind halt damit bei der Wahl angetreten. Und wie bei 10 kann, haben sie, weiß nicht, 0,7, 0,8, 0,7, 08, 08. 0,8% Stimmen erhalten. Und die Basis in Baden-Württemberg hat genau 1,0% gemacht. Ja, also bei Wir 2020 war ich jetzt ein halbes Jahr dabei. Ich habe wirklich versucht, mit allen meinen Mitteln, zur Verfügung stehenden Mitteln, durchzukommen. Bis zur Parteispitze. Aber was war dann das Ergebnis davon? Es waren die Denunziationen von den Next Scientists for Future und Don Dylan und lauter falsche Behauptungen und so weiter. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich von die Basis, von mir 2020 raus bin und jetzt zu die Basis rein. Aber ich bin noch gar kein ordentliches Mitglied. Also ich bin noch im Aufnahmeverfahren. Aber wir hatten jetzt letzten Freitag eben schon hier in der Region die erste Mitgliederversammlung. Das war interessant. Aber Ja. ich habe da keinen wirklichen Veränderungswillen leider feststellen können. Tut mir sehr leid, Ja, aber ich Frau hoffe, Mesli, dass Sie hatten ich. ja gesagt, dass auch Ihr Mann gesagt hatte, dass er sozusagen erstens mal dieses Alleinstellungsmerkmal vermisst hat, nämlich wirklich ganz anders als die anderen Parteien zu sein und damit wirklich wählbar zu sein. Und dann auf der anderen Seite, dass Sie eben, was Sie eben noch mal gesagt haben, haben Sie auch im Telefonat mit mir gesagt, nämlich, dass Sie gar nicht erkannten, gar keinen Willen gesehen haben, sich wirklich mit kompetenten Reformen und der Veränderung Deutschlands wirklich intensiv beschäftigen zu wollen. Ja, genau, so ist es. Also mein Mann meinte, eine neue junge Partei müsse sich ja irgendwo abgrenzen gegenüber den bestehenden Parteien. Aber die meisten Themen, sage ich jetzt mal, die sind ja schon besetzt. Und aber dieses echte Basisdemokratiekonzept, das hat keine sonst. Und deswegen glaube ich, ist es das Alleinstellungsmerkmal für uns junge Parteien. Und ja, mein Mann hat gesagt, wir müssen Themen finden, die einfach die anderen Parteien noch nicht besetzt haben. Ja, und Und vielleicht hilft es noch, wenn ich ergänze. Ich selbst war eingeladen bei Baden-Württemberg, die Basis einer Veranstaltung von dem Landesvorsitzenden Herrn Baum. Der war aber schon am Telefon so, der war so fixiert, wie Frau Mesli vorhin sagte, auf die parteiinternen Experten. Und die haben dann dort einen Experten geladen gehabt, was ich nie gemacht hätte, weil man sich da als Partei unheimlich schnell verbrennt, denn es gab auch schon entsprechende Medienberichte. Man hat sich fixiert und hat sich quasi offiziell bekannt zu anthroposophischen Experten, Rudolf Steiner, Dreigliederung. Und das ist zwar gut gemeint,
ist aber in einer, wir leben nun mal in einer eher wissenschaftlichen Gesellschaft und da sind solche esoterisch-philosophischen, anthroposophischen Ansätze, während wir ja als Naturwissenschaftler eher Anthropologen sind, also knallharte Naturwissenschaftler vom Menschen sind, Psychobiologen, Evolutionspsychologen und so weiter, die also ganz trockene Wissenschaftler sind, die aber genau wissen, wie man dann auch eine glücklichere Gesellschaft bauen kann. Und das war bei Wir 2020 auch teilweise so. Wenn Sie dort mal das, dort hatte die Person, die bei Wir 2020 in Baden-Württemberg den Hauptwahlkampf gemacht hat, war einer der Hauptvertreter der Anthroposophie in Baden-Württemberg. Ja, der Dr. Christoph Huck oder Hueck geschrieben. Ja, und der hat die meisten Videos gemacht und das war pure Anthroposophie. Und das ist dann, da kriegt man dann sehr schnell sehr schlechte Presse, weil dann sofort gesagt wird, ja, ist die Waldorfschulen und die Anthroposophie und Demeter haben die sektiererische Züge und solche Presse kriegt man dann leider auch, ja. Und das fördert natürlich nicht gerade die 5,0% zu kriegen, ja. Also man sollte solche Experten, man darf, aus meiner Sicht sollte man sie als eine Vorschlag Alternative jeweils haben, da haben, aber nicht so einen riesen Schwerpunkt drauflegen, so dass man, dass die Leute dann schon fast zum Schluss kommen, sind das jetzt die neuen Rudolf-Steiner-Parteien? Ja? Und das ist, da gibt es keine Erfolgschance. Da gibt es die Violetten, die haben in Deutschland 0,1% bei jeder Wahl. Na, und das ist so diese philosophisch-esoterische Ecke, da? Die Violetten, 0,1% jede Wahl. Da sind sie im chancenlosen Bereich, ja. Und wir sind eben ganz extrem naturwissenschaftlich und aber immer Rudolf Steiner ruhig als eine widersprechende Alternative. Ich mache es jetzt gerade mal. Ich wechsle jetzt mal den Stuhl, damit wir das mal sehen. Ich gehe jetzt mal in die Rudolf Steiner-Position, ja, nämlich als Wahlvorschlag. Und zwar wünsche ich mir, Frau Mesli, die haben es hier ungefähr so geschrieben, ja, aus der Partei rausgeschrieben, aus dem Parteitext, genauso wie Menschen ganz unterschiedliche Wege bei der Bildung brauchen, wollen sie auch auf ganz verschiedene Weisen gesund bleiben, gesund werden. Deswegen Öffnung des Gesundheitswesens für alle Anbieter. Ja? Ja, und uns als Rudolf-Steiner-Bewegung oder Anthroposophen ist so eine Art Leistungsmessung nicht so besonders sympathisch. Wir mögen Noten auch nicht so gerne. Und dann jetzt Leistungsmessung für Heiler, für Wunderheiler, für Ärzte, für Psychologen, für Hausarztersatzpraxen. Nee, das ist uns nicht so sympathisch. Also öffnen wir einfach und geben allen den Krankenkassen Zugang und okay, gut ist, das ist unser Wahlvorschlag. Das ist unser Vorschlag für das Konsensieren der Wähler. Das können die sich entscheiden. Und dann muss das rein. Da müssen Sie als Partei das reinschreiben. Weil das ja ist ja ein Vorschlag. Kann man ja so sehen. Ja? Jetzt gehe ich in die andere Position zurück, wechsle den Stuhl, Frau Bruckland. Sie kennen das von der Psychologie auch. Ne? Ich wechsle den Stuhl wieder und bin jetzt wieder Next Scientist for Future. Und jetzt sage ich, oh Gott, müssen Sie aufpassen. Also, das würde ja bedeuten, dass im Prinzip auch jeder Quacksalber und Scharlatan direkt Krankenkassenzugang kriegen würde. Und wenn seine Leistung ja nicht gemessen wird und gar nicht transparent werden kann, ob er nun Gesundheit fördert oder Gesundheit beschädigt bei den Kunden, dann würden wir da viel Geld ausgeben und am Ende haben wir eine geschädigte Volksgesundheit. Das finde ich unverantwortlich. Ich bin auch für wir von Next Scientist for Future sind auch für die totale Öffnung, auch gerne für die in Österreich ja extrem abgelehnte Homöopathie und all diese Dinge. Unser Professor Wallach macht Forschung über Homöopathie. Ja, nee, wir sind für die Öffnung, aber dann bitte die Leistung messen. Und zwar so, dass es transparent ist, dass jeder wirklich sehen kann, welcher Behandler hat gute Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungsergebnisse und verbessert die Situation bei seinen Kunden und welcher nicht. Ja, und jetzt mache ich nochmal einen Stuhlwechsel. Ich gehe jetzt zu dem anderen hin, der sagt zum Beispiel zur Economy for Mankind als externer Experte, der sagt, ich wünsche mir ein staatliches Gesundheitswesen. Also Gesundheitswesen in öffentlicher Hand. So, jetzt, und zwar auch wieder, Leistungsmessung ist uns nicht so sympathisch. Ja, das wäre wieder so ein Standpunkt.
Jetzt gehe ich wieder zurück im Stuhl und jetzt würde ich wieder als Next Scientist for Future antworten, ja, aber was schützt uns jetzt davor, dass die Ärzte gar nichts mehr machen? Die sind jetzt Beamte, kriegen ihr Geld, egal ob sie uns helfen oder nicht. Vor allem, warum sollen die jetzt zum Beispiel ihre bisherigen Gedanken zur Impfpraxis korrigieren und in Frage stellen? Warum sollen die nicht einfach so weitermachen wie bisher mit all den vorteilbringenden Irrtümern, die bis jetzt gelaufen sind? Und warum sollen die jetzt nicht anfangen, sich mit den hübschen Krankenschwestern und mit den hübschen Assistentinnen zu beschäftigen den ganzen Tag lang und die Patienten links liegen zu lassen? Das finde ich gefährlich. Also ohne Leistungsmessung kommt es dann zu so einer Gammelmentalität und darunter haben auch zum Beispiel das britische Gesundheitswesen dann stark gelitten. Also unsere Meinung als Next Scientist for Future ist Offenheit für alle, ja, alle Psychologen, alle direkt zu den Krankenkassen zulassen, aber dann bitte Leistungsmessung. Alle zulassen, aber Leistungsmessung. Und kein staatliches Gammelsystem, wo am Ende natürlich, das ist natürlich ein toller vorteilbringender Irrtum denn alle Ärzte wünschen sich natürlich eine Situation, wo sie verbeamtet sind und eigentlich nichts mehr arbeiten müssen, um ihr Geld zu bekommen. Ja? Der berühmte Beamtenschlaf. Aber das ist menschlich verständlich, dass die sich das wünschen. Aber wir als Politiker oder Sie als Politiker dürfen sich das nicht gefallen lassen, sondern Sie müssen da korrigierend einschreiten. Jetzt lasse ich Sie alle drei zu dem, was ich jetzt gerade gemacht habe, nämlich Stuhlwechsel und mal zwei andere Experten darzustellen, die wir jetzt gerade nicht da haben, aber die Sie vielleicht demnächst dann mit in die Talkshows mitbringen, sozusagen. Kontragebende Experten aus der eigenen Reihen. Und jetzt fangen wir wieder an. Frau Mesli, was sagen Sie zu diesem Experiment jetzt mit dem Stuhlwechsel? Mikro? Okay, jetzt wollte ich oben drücken. Nee, also ist ganz gut verständlich. Zu Ihrem letzten Argument, dass alle Ärzte nur Beamten werden wollen, um nicht arbeiten zu müssen und trotzdem ihr Geld zu bekommen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt wirklich fähige Ärzte und es gibt auch, ich schaue ja viele so Internet-Konferenzen an, es gibt sehr viele Ärzte, die neben dem klassischen Medizinstudium auch noch Homöopathen geworden sind. Und die halte ich für absolut super, diese Leute. Also ich glaube nicht, dass sie alle Ärzte über einen Kamm scheren dürfen. Ja, und letztendlich würden ja die Wähler konsensieren, was sie lieber wollen. Ein staatliches Gesundheitswesen oder ein eher anthroposophisch angedachtes Öffnung für alle sozusagen. Oder eben zum Beispiel unser System mit Leistungsmessung und mit Öffnung für alle. Ja, also das konsensieren die Wähler. Da stecken wir eh nicht drin. Für uns ist so, liebe Österreicher, auch so, der Kernsatz ist für uns so, die Wähler haben auch das Recht, das Falsche zu konsensieren. Wenn die sich fürs Falsche entscheiden, das ist ihr gutes Recht. Das ist der Nachteil von Basisdemokratie und Demokratie. Aber mit dem müssen wir leben, weil alles andere wäre Diktatur und die kennen wir jetzt. Haben wir jetzt ja nochmal richtig kennengelernt, wenn es dann so eine Art Industriediktatur wird und eine Konzerndiktatur wird. Ja, und das haben wir ja kennengelernt, dass wir das nicht wollen. Ja, also müssen wir damit leben? Also auch wir müssen damit überleben, wenn die Wählerinnen sich nicht für unseren Vorschlag entscheiden. Das ist Demokratie. Das ist einfach so. Und Diktatur ist einfach für uns keine Alternative. Deswegen, so, Frau Bruckland, wie fanden Sie das mit dem Stuhlwechsel? Ja, super, super erklärt, auf jeden Fall. Und ja, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Also Ja, muss ja auch nicht sein. Liebe Österreicher, vielleicht noch ganz kurz dazu. Irgendwelche Gedanken warte, aufgekommen ich mache ihn dazu? aus. Ja, Mikro ausmachen wieder. Ja, liebe Österreicher? Ja. Ja, ich fand das ganz gut mit es symbolisiert halt die verschiedenen Meinungen, aber verschiedene Meinungen sind ja gut, ne? Es ist ja nichts gegen verschiedene Meinungen zu sagen, von dem lebt ja eine Demokratie. Gerade sagt mal, wir in Österreich haben ja mit der K&K-Zeit eine lange, lange Zeit Monarchie hinter uns, ne? Wo alle über uns entscheiden und du als Volk musst ruhig sein und alles so hinnehmen, das soll es ja nicht sein, ne? Gerade der Bürger soll wieder eingebunden werden in die Entscheidungen. Und umso mehr
Bürger eingebunden sind, umso besser finde ich das, weil der Konsens muss ja wieder hergestellt werden zwischen Politik und Bürgertum. Und wenn dann so Aussagen kommen, wir können ja nichts machen und du kannst ja sowieso nichts machen, da hört man Verzweiflung von den Leuten raus, ne? Ja, genau. Übrigens noch ein kurzer Tipp, wenn Sie gerade noch ein paar Zentimeter nach rechts rücken, denn Sie sind so ein bisschen außerhalb des Bildes für uns, für unsere Maschine. Ja, so, vielleicht so weit wie möglich halt nach rechts. Das ist zwar dann ein bisschen nicht vorschriftsmäßig bei Corona, aber es ist dann halt, Sie reden ja beide in die gleiche Richtung. Ja, wollen Sie auch noch was sagen? Wir leben ja im gleichen Haushalt, sagen wir so. Ja. Na, was ich sagen wollte, wenn die Mehrheit entscheidet, kommt meistens immer das Richtige raus. Also man sieht es in der Schweiz, wenn die Abstimmungen machen, dann kommt meistens das Richtige raus, was für das Volk gut ist. Und momentan ist auch in der Schweiz die direkte Demokratie ein bisschen hinten angestellt, wie man sieht. Aber meistens, sage ich mal, wenn viele zusammen entscheiden, wie die Schwarmintelligenz, das weiß die Frau Mesli, kommt meistens das Richtige raus. Und ich glaube, da darf man ruhig auf das Volk vertrauen, denke ich mal. Ja, vielleicht jetzt der nächste Schritt. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter, denn Frau Mesli, Ihr Mann hat auch ganz klar Ihnen signalisiert, ständig nur Volksentscheide machen, das will er auch nicht. Das ist ihm einfach auch zu viel Arbeit, so habe ich ihn verstanden jetzt mal. Und das ist eben richtig. Wir haben nämlich eine sogenannte fünfgliedrige Machtbegrenzungskette entwickelt, extra für die Basis quasi, über die wir jetzt gleich sprechen sollten, nämlich, dass es Volksentscheide, man kann sicherlich nicht alle drei Wochen eine Volksentscheid machen, um Politik zu machen, sondern wir haben eine fünfgliedrige Kette, wir haben also noch vier andere Elemente. Und Frau Mesli, ja, wenn Sie da nochmal vielleicht kurz erzählen, wie Ihr Mann das sieht mit dem Volksentscheiden, das war ja anlässlich des Volksentscheides in der Schweiz, gell? Und danach stelle ich dann auch noch die Frage, an was Sie sich noch erinnern, an welche Glieder aus dieser fünfgliedrigen Kette Sie sich noch erinnern, die wir als sinnvoll halten, um wirklich vollständige Basisdemokratie zu realisieren, denn wir bedauern ja im Moment, dass eben mit diesem Übergewicht der Anthroposophie in Baden-Württemberg, da war übrigens für uns keine Basisdemokratie mehr zu erkennen. Auch, dass Frau Mesli bei Wir 2020 nur so schwer überhaupt durchgedrungen ist, eigentlich hätte ja die Parteibasis darüber konsensieren müssen, ne? Oder so. Aber es wurde eher von oben her entschieden und so ähnlich war es auch bei der Veranstaltung mit dem Herrn Baum in Baden-Württemberg, dass da doch irgendwie Leute oben waren, die entschieden haben, wer reden durfte, wer nicht und so weiter. Ja? Also das war nicht unbedingt alles sehr basisdemokratisch für mich. Aber Frau Mesli, sagen Sie erst mal was zu Ihrem Mann und dem Volksentscheiden. Ja, also ich habe meinen Mann gefragt, was würdest du denn vom Volksentscheiden halten, ähnlich wie es in der Schweiz ist? Dann hat er gesagt, naja, also zu oft darf das auch nicht sein. Ich will doch davon gar nichts wissen. So ungefähr, ja, also ab und zu vielleicht mal ja, aber nicht so oft. Weil bei uns hat es ja auch diesen Volksentscheid gegeben, rettet die Biene oder gegen das Rauchen in den öffentlichen Gebäuden und so weiter. Das hat ja alles funktioniert und ich sage, das waren die richtigen Entscheidungen. Ja, und das nächste Punkt zur Machtbegrenzung oder zur Basisdemokratie ist natürlich die Wohlfühlstimme. Ja, damit das wäre schon der erste Schritt rein in das nächste Kettenglied sozusagen. Also, aber der Gedanke, den uns Frau Mesli damit bringt, ist, viele machen den ganz großen Fehler zu denken, dass die Wählerinnen Lust hätten, den ganzen Tag sich mit Politik zu beschäftigen. Die meisten überhaupt nicht. Wir müssen also gucken, wie wir mit ganz wenig Zeitaufwand trotzdem vollständige Basisdemokratie hinkriegen. Und also den Zeitaufwand so klein wie möglich halten. Manche denken, sagen, hier Leute, ein Monat Bürgerparlament, da musst du dann einen Monat aus deiner Karriere raus, musst deine Karriere riskieren, Streit mit dem Chef riskieren und dann machst du einen Monat nur Politik. Ja? Wer macht denn das? Also vor allem, wie kriegt man da noch eine repräsentative Wählerstichprobe hin, wenn dann nämlich alle Karriereleute nicht mitmachen? Dann ist das nicht mehr repräsentativ, ja? Und dann ist es verfassungswidrig, weil dann entscheiden ja Minderheiten über die anderen, ja?
sondern wenn schon, dann muss es eine repräsentative Wählerstichprobe sein, sodass auch die Karrieristen sozusagen auch repräsentiert sind, würden aber bei so einem Bürgerparlament rausfallen, weil die nicht bereit dazu wären, da mitzumachen. Dann hätten sie kein Wahlrecht mehr. Und das wäre verfassungswidrig. Denn auch unser jetziges Gesetz erlaubt nämlich, unsere jetzige Verfassung sagt, mit einmal am Wochenende beim kleinen Spaziergang beim Wahlbüro vorbeigehen oder einen Brief schicken, per Briefwahl, da haben sie Wahlrecht. Und wenn jetzt plötzlich gesagt wird, das Wahlrecht kriegen Sie nur, wenn Sie bereit sind, einen Monat zu arbeiten, für den Staat und Politik zu machen im Bürgerparlament, dann ist das mit unserer jetzigen Verfassung nicht konform, weil das bedeuten würde, dass man plötzlich den 50-fachen Zeitaufwand oder 100-fachen Zeitaufwand plötzlich bräuchte, um überhaupt noch Wahlrecht zu haben. Und das, ob das mit der Verfassung konform gehen würde, habe ich große Zweifel. Ne? Ja. Wenn jetzt nicht noch Fragen sind, einfach eine Hand heben, wenn Sie irgendwas sagen wollen. Wenn nicht, gehe ich jetzt mal zu den Gliedern dieser Kette, diese fünf Möglichkeiten, die wir noch haben. Also Volksentscheide brauchen wir auch, aber eben, mein Gedanke war alle 3 Monate, aber andere Leute würden vielleicht sagen, jedes Jahr einen oder so. Ja? Also darüber muss man dann auch wieder mal konsensieren, und zwar die Wähler konsensieren lassen, wie oft sie das wollen. Ja? Und das nächste Element könnte sein die sogenannte Wohlfühlstimme. Da könnte man zum Beispiel bei der Gesundheitsreform, man könnte allein eine Gesundheitsreform mit der Wohlfühlstimme machen. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie haben als Hausarzt und fangen jetzt plötzlich an, unter neuen Konditionen zu arbeiten und versuchen, den Menschen zu helfen, durch ihr Freizeit- und Kursangebot zu helfen, dass sie gesünder und glücklicher leben können. Dann gehen die Wohlfühlstimmen ihrer Klientel nach oben, während ein anderer Arzt, der auf seine Medikamente und auf seine Impfungen fixiert ist, bei dem gehen eher die Wohlfühlstimmen, die bewegen sich gar nicht, ja, zum Beispiel. Und dann schüttet die Krankenkasse an den, mit den, wo die Wohlfühlstimmen eine positive Entwicklung nehmen, schüttete mehr Honorar aus, und so hätte man, das wäre jetzt ein super einfaches Modell, wie man nur mit der Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme zum Beispiel allein ein Gesundheitssystem reformieren könnte, auch wenn wir zum Beispiel, wir könnten noch Gesundheitsdaten verwenden, wir könnten die Langlebigkeitsdaten verwenden. Man kann noch sehr viel mehr machen. Ich wollte nur sagen, dass es kommt mehr darauf an, dass jemand wie die Next Scientist for Future wissen, was sie tun, wenn sie reformieren, wie man das technisch macht. Genau, und welche Variante die Wählerinnen wollen, das entscheiden die Wählerinnen. Wir, wenn die uns sagen, sie wollen es nur mit der Wohlfühlstimme, sie wollen aber auch noch die Gesundheitsdaten dabei machen, dann nehmen wir noch die Gesundheitsdaten dazu. Alles, wie die Leute wollen. Ja? Der Wähler hat das Sagen, aber wir sind flexibel und können ganz unterschiedliche Techniken anwenden. Ne? Und Wohlfühlstimme für die Österreicher ist es ja völlig neu, auch für Frau Brundtland ist es auch noch nicht so vertraut. Wohlfühlstimme bedeutet, in Deutschland haben wir die Schulnoten 1 bis 6, zumindest früher gehabt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so aktuell ist, aber jeder weiß, 1 ist sehr gut und 6 ist ungenügend oder so. Ne? Und wir alle fangen alle an, dem Bundeswahlleiter, zum Beispiel im Supermarkt, bei der Bank, können wir mit so einem Mini-Terminal, mit unserer Krankenversicherungskarte, die dann Krankenversicherungseinkaufskarte heißen würde, würden wir einfach dranhalten und dann übermitteln. Wir alle fangen mit 3 bis 4 an. Also wir geben alle eine 3 bis 4, damit wir Spielraum haben bis 6 plus und bis 1 plus und 6 minus. Und wenn wir vor einem bestimmten Alter sterben, läuft automatisch die 7 für uns, also die schlechteste Note überhaupt. Wenn also der Arzt zu wenig macht und wir sterben vorzeitig, läuft für ihn, für uns immer die 7 weiter, und er kriegt ständig Abzüge bei seinen Verdienstzuschüssen für unsere 7. Und dadurch wird er immer genauso viel tun, wie er braucht, um uns glücklich und gesund zu halten, aber bloß nicht sterben zu lassen vor einem bestimmten Alter. Und ab einem bestimmten Alter ist es uns egal. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die Altersforscher sagen, also älter als 127 sollte kein Mensch auf der Erde werden. Die Genetik spricht für 122 Jahre. Wir sterben ja alle schon oft mit 80, aber das liegt an unserem kranken System, an der schlechten Ernährung und dem schlechten Gesundheitswesen und zu viel Medikamenten und zu viel Chemotherapien und zu viel Operationen und zu viel Impfungen. Ne? Und
Da ist der Punkt jetzt, also diese Wohlfühlstimme, da brauchen Sie 3 Minuten, um, was weiß ich, Sie verlieben sich frisch. In der Hausarzt-Gesundheitskommune, bei dem beim Sport verlieben Sie sich und sind total glücklich und happy. Dann geben Sie nicht mehr eine 4, 3 bis 4, sondern teilen dem Bundeswahlleiter mit 3 bis 4, also 3 minus. Also, oder gleich eine 3, weil es Ihnen besser geht. Ja? Besser geht als vorher. Oder Sie kriegen vom Arzt eine Krebsdiagnose um die Ohren gehauen und kriegen einen Schock und sind dann wochenlang gelähmt und im Angstschock und Ihr Immunsystem fährt runter, weil Sie Angst bekommen und so weiter. Ihre Wohlfühlstimme geht runter und Sie geben dem Wahlleiter innerhalb von 5 Minuten im Supermarkt oder bei der Bank oder im Restaurant an so Mini-Terminal geben Sie einfach durch, dass Sie jetzt eine 4 plus oder eine 4 abgeben. Na, also schlechtere Note als vorher. Das kostet nur alle paar Monate, ändert sich vielleicht mal was im Leben und dann gibt man mal 5 Minuten eine Note durch. Und mehr ist es nicht. Das kostet keine Zeit, geht ganz einfach und Schulnoten kennt auch fast jeder sozusagen. Und damit kann jeder zurechtkommen. Es müssen ja auch nicht alle dran teilnehmen, aber dann können Sie jetzt zum Beispiel auch für Ihren Supermarktleiter, also Sie gehen vielleicht bei 3 verschiedenen Supermärkten einkaufen, Biomarkt oder was, und Sie gehen ab und zu in das und das Restaurant und dann wird einfach geguckt, ja, mit der Karte. Bei wem haben Sie eingekauft und wie gesund entwickeln Sie sich oder wie gut entwickelt sich Ihre Wohlfühlstimme, sodass auch der Supermarktleiter plötzlich ein Interesse daran hat, Ihnen gesunde Nahrung zu verkaufen und nicht Glyphosat, Chemie, Sondermüll mit zu viel Zucker und zu viel Salz und zu viel Transfetten und zu viel dies und zu viel Spritzmitteln und so weiter. Und dadurch wird er dann natürlich seinen Zulieferern sagen, Schluss mit lustig, jetzt liefert mir nur noch gesunde Sachen, sonst seid ihr raus. Ja, denn krieg nur noch Verdienstzuschüsse, wenn die Kunden gesünder werden als vorher. Ja? Und so wird dann das gesamte System, ich deute jetzt nur Sachen an, weil wir sind in der ersten Sendung, ja, aber Sie merken, dass es darum geht, dass alle dann gute Verdienstzuschüsse kriegen, wenn sie Gutes tun. Und wir messen aber jetzt, ob sie Gutes tun. Und wir überlassen es nicht dem Zufall, ob sie Gutes tun oder nicht. Wir messen es und gehen dann mit Verdienstzuschüssen hin und geben denen, die Gutes tun, einen wirtschaftlichen Vorsprung. Und damit haben automatisch die, die keine Verdienstzuschüsse kriegen, den wirtschaftlichen Nachteil und das Nachsehen. Ja? Und dadurch kommen wir weg von einer Gesellschaft, in der schlechtes Tun die Normalität ist, wo die Konzerne über Lobbyisten ihre Politik durchdrücken. Also mit der Wohlfühlstimme, letzter Satz dazu, bevor Sie wieder dran sind, mit der Wohlfühlstimme endet am ersten Tag danach jeder Lobbyismus und jeder Konzerneinfluss. Weil die Konzerne kriegen ja Verdienstzuschüsse nur noch anhand ihres Wohlfühlzustandes und ihrer Gesundheitsdaten und so weiter. Also haben die doch gar kein Interesse daran mehr, Gesetze durchzudrücken, die ihnen schaden, aber den Konzernen Profite bringen auf ihre Kosten. Also hören die sofort auf, bezahlen keine Lobbyisten mehr. Lobbyisten werden sofort arbeitslos, müssen dann über unsere Arbeitsrechtsreform kriegen die dann ganz schnell einen neuen Job und so weiter. Und Lobbyismus und Konzerneinfluss endet. Denn warum soll ich jetzt noch eine Parteispende machen, wenn sozusagen die Politiker sowieso nicht mehr auf uns Konzerne hören und wir Konzerne auch nichts mehr zu gewinnen haben durch den Einfluss auf die Politik? Also haben wir dann sofortiges Ende des Lobbyismus. Sofort. Innerhalb eines Tages quasi. Ja, Frau Mesli, sind als erstes wieder dazu. Was war noch unklar oder was möchten Sie noch anfügen oder korrigieren? Sie sind ja der Erfahrenste sonst noch in der Runde. Nee, also da gibt es eigentlich nichts anzumerken. Sie sprechen nur von den Terminals im Restaurant, im Supermarkt, in der Bank, was weiß ich. Ich würde sagen, das sollte man doch auch am heimischen PC machen können, sowas. Wenn das sicher möglich ist, dann ist das, Also. wenn wir da, es geht ja immer darum, dass da Fälschungssicherheit bestehen muss. Es ist ja eine Wahlstimme. Okay. Ja, Frau Brugland, für Sie auch wahrscheinlich neu nochmal so die Details zur Wohlfühlstimme.
Ja, das also gefällt mir grundsätzlich sehr gut, dieser Mechanismus. Habe jedoch irgendwie Bedenken, gerade im Bereich Psychotherapie. Also wo jetzt Leute, sagen wir mal, eine Verhaltenstherapie machen, die gehen 80 Stunden, 80 Sitzungen dahin, ne? Das ist über 1, 2, 3 Jahre ein Auf und Ab in der Gefühlslage der Menschen. Und stelle ich mir schwierig vor. Ja, in dem Bereich dann, wenn da so Bewertungen abgegeben werden, ob die überhaupt, ja, ob das jetzt wirklich dann die Aussage ist, der Therapeut taugt jetzt nichts, wenn es ihm nicht gut geht oder so, Ah ja, aber das ne? ist ganz interessant. Das ist eines der Missverständnisse, auf die man ganz leicht kommen kann. Nämlich zum Beispiel, wir haben ja das Scheitern von Bewertungssystemen erlebt bei den Lehrern. Da haben dann die Schüler, die den Kindern eine 5 gegeben haben, die wurden dann plötzlich als schlechte Lehrer gedisst sozusagen über irgendwelche Bewertungssachen. Das ist das Entscheidende. Die Wohlfühlstimme ist überhaupt keine Bewertung. Das ist einfach nur innehalten, in sich hineinschauen, wie geht's mir wirklich? Denn diese Wohlfühlstimme ist ja die Grundlage dafür, für die Verdienstzuschüsse meines Supermarktleiters, meines Autoherstellers, meines Arztes, meiner Sprechpraxis. Also wir wollen es zulassen, dass jeder sich eine Hausarzt, Praxis fürs Körperliche wählen darf und eine Sprechpraxis. So dass Sie, Frau Bruckland, sozusagen dauerhaft den Menschen nicht nur ein paar Stunden bewilligt kriegen, sondern Sie begleiten den eventuell lebenslang mit Ihrer gesprächsorientierten Behandlung sozusagen. Und das wird dann auch entsprechend honoriert, weil entscheidend ist dann immer nur das Ergebnis. Und natürlich werden die Ergebnisse, also die Daten, wie es dem Menschen geht, wird geguckt, wie oft, also was hat er, einerseits hat er den körperlichen Hausarzt, ja, oder Hausärztin und eben Sie als Gesprächsbehandler. Aber mehr als zwei Praxen sollte eigentlich niemand bekommen dürfen. Weil es dann ja auch die Zuordnungsfrage ist, ja, und vor allem, es läuft ja statistisch. Jetzt stellen Sie sich mal vor, so ein Hausarzt, der richtig erfolgreich ist, der hat dann 2000 Versicherte, die in seinen Kursen mehr oder weniger häufig teilnehmen, ja. Und die ja auch in Einzelpersonen dann im Rest der Zeit auch in man muss doch dazu sagen, der Hausarzt muss ja keinerlei Papierkram mehr machen, der ist ja völlig befreit von allem Bürokratischen, weil ja nur noch gemessen wird, wie sich das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit der Kunden entwickelt. Ja? Und das machen ja die Krankenkassen und der Bundeswahlleiter zusammen. Und das muss ja der Arzt nicht machen, sondern der ist völlig befreit, hat dadurch diese Zeit dann auch sozusagen so ein Gesundheitsteam aufzubauen mit allem diesem Angebot, auch eben am Wochenende und in der Freizeit, wo die Leute es am meisten brauchen, das Gesundheitsangebot. Und er kann aber auch tagsüber die schwerkranken Leute zum Beispiel in Einzelterminen nach ganz normal betreuen. Und er hat ja keinen Papierkrieg mehr. Und wenn da jemand ist, der in den letzten Monaten jeden Monat 100.000 Euro gekostet wird, dann stellt die Krankenkasse für ihn rechnerisch in sein Konto bei der Krankenkasse rein 100.000 jeden Monat. Und wenn er dann durch gute Präventivmedizin es schafft, dass der Mensch nur noch 90.000 braucht oder nur noch 80.000 im Monat, dann wird anhand dieser eingesparten Gelder für sie ihn sein Verdienstzuschuss erhöht werden, für ihn und sein Team. Ja, also Frau Bruckland, ja, aber Sie haben vollkommen recht, ein bisschen grausam ist unser System schon. Es wird schon dann über die Jahre hinweg geguckt, ob es den Patienten bei Ihnen auch langfristig, ob es langsam bergauf geht, mit vielen Wellenbewegungen, aber ganz allmählich bergauf geht. Das wird schon geguckt. Ja. Ja, also das finde ich wirklich echt heikel, weil ich kann nicht die volle Verantwortung über das Leben des Menschen übernehmen. Das, also Sollen Sie auch niemals. Also, ich ja, muss es und vielleicht kurz erklären.
Jeder Mensch wird von Da zieht sich mir irgendwas zusammen. Ja, aber das ist der Gedanke. Die Frage ist eben, das wäre ja zum ersten Mal eine Leistungsmessung. Es ist schon ein bisschen eine Kontrolle dabei, ja? Und die mag einfach nicht jeder. Deswegen sollen ja die Wählerinnen darüber konsensieren, ob sie das wollen oder nicht. Aber ich will noch mal deutlich sagen, worum es geht. Die Versicherten, es ist ja so, dass die Versicherten tausend Einflüssen ausgesetzt sind. Also niemals entscheidet ein Arzt oder eine Psychotherapeutin über das Schicksal eines Menschen. Es wird aber statistisch geguckt über Tausende von Versicherten hinweg. Der Supermarktleiter, der betreut vielleicht mit seinen Verkäufen 30.000 Kunden. Ja? Und dann wird einfach nur geguckt, entwickeln die sich im Durchschnitt etwas besser als die 30.000 Kunden, die bei Aldi einkaufen im Vergleich zu dem Rewe-Supermarkt oder so. Oder bei Basic oder bei Alnatura einkaufen, ja? Und das wird über große Zahlen gemacht. Da wird nie geguckt, nie gefragt. Der Supermarktleiter ist doch nicht verantwortlich dafür, wie es den Leuten geht. Natürlich nicht. Aber wenn man guckt bei 30.000 Leuten, dann sieht man schon, ob der ja, ständig Glyphosat-Gemüse verkauft und die Leute dadurch chronisch vergiftet werden, oder ob er glyphosatfreies, echtes, naturbelassene Nahrung zum günstigeren Preis verkauft, um die Leute darauf hinzulenken, sozusagen, und das auch wirklich giftstofffrei ist. Das kann man über große Zahlen feststellen und niemals würde jemand davon ausgehen, wenn einem Menschen schlecht geht, dass jetzt dann der Hausarzt oder der Supermarktleiter direkt dafür verantwortlich sei. Es ist immer eine Summe aus tausenden Einflüssen und Statistik besteht daraus, dass man einfach guckt, was ist in der Masse gesehen. Und wenn Sie dann zum Beispiel 2000 Leute betreuen oder auch nur 200, das spielt ja keine Rolle, was sich halt ergibt, ja, weil die Leute sich ja freiwillig Sie als Hauspraxis wählen können dann. Ja, im Gesundheitswesen. Die Wähler, also die Bürger haben ja die Wahl, ne? Und die können dann auswählen. Und wenn sie dann jetzt 300 Leute haben, die sie immer mal wieder sehen, die sie vielleicht auch in eigenen Gruppenkursen, in systemischen Gruppentherapien sehen, oder ja, oder dann wird über die Masse geguckt, ob sich generell eine positive Entwicklung zeigt oder generell eine nicht so positive Entwicklung zeigt. Und das ist natürlich schon eine Leistungsmessung, ja? Und deswegen muss ja darüber die Wählerschaft konsensieren, was sie möchte. Nur wir dürfen nicht, liebe Österreicher, wir dürfen doch nicht die Virologen und die Impfkonzerne darüber entscheiden lassen, was gemacht wird. Sondern wir müssen doch die Wählerinnen entscheiden lassen, ob sie den Impfkonzernen, ob sie da deren Leistung messen wollen. Denn man kann ja auch messen, ob Impfungen überhaupt eine Wirkung haben. Das kann man nämlich messen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gehört haben, dass die Grippeimpfung fast null Wirkung haben und fast null positive Ergebnisse haben. Ja, einer nickt, ne? Sie haben es schon mal gehört. Und das bedeutet also, die Frage ist, wie viel Leistungsmessung wollen die Wählerinnen den Behandlern und den Supermarktleitern und so weiter zumuten. Und ich finde, wir sollten ihnen da etwas zumuten, denn die Gefahr ist, dass es sonst so weiterläuft wie bisher, dass die Virologen und die Impfindustrie und die Pharmakonzerne mit uns einfach Schlitten fahren, weil wenn wir da nicht mit Leistungsmessung rangehen, dann ist einfach am meisten Profit zu machen, wenn man die ganze Welt impft. Na, das ist nun mal so. Und dann wird auch nicht mehr gefragt, ob das nun immer so risikolos ist oder nicht. Und dafür brauchen wir die Leistungsmessung, sonst läuft das so weiter wie bisher. Ich plädiere jetzt für die Leistungsmessung, aber die entscheiden müssen die Wählerinnen, konsensieren müssen die Wählerinnen. Wenn die sagen, wir wollen keine Leistungsmessung, dann können wir immer noch Tipps geben, wie man dann noch was Gutes machen kann. Aber ich fürchte, wir kriegen dieses schlechte Tun auch der Konzerne nicht weg, wenn wir nicht deren Leistung messen. Und zwar deren Förderung unseres Wohlfühlens, unserer Gesundheit, unserer Langlebigkeit. Und auch bei den Behörden müssen wir auch messen, ob die unseren Wohlstand mehren oder ob sie unseren Wohlstand beschädigen, weil sie als Behörden uns nur Geld kosten und eher Schaden zufügen. Auch das müssen wir messen. Ja?
So, Frau Bruckland, nicht ganz zufrieden, aber schon mal ein bisschen versöhnt mit diesem Gedanken. Der Alles leistet okay. so vorläufige Versöhnung, ja. Also Sie müssen auch bedenken, Frau Bruckland, Sie dürfen das nicht entscheiden. Ja, wenn eine gute Partei lässt nicht die Apotheker entscheiden über das Schicksal der Apotheker, sondern die Wähler entscheiden, wie die Rahmenbedingungen für die Apotheker gemacht werden. Ja, und die Wähler müssen konsensieren über das Schicksal der Impfkonzerne und der Virologen und nicht die Virologen und die Impfkonzerne sich selber ihre Gehaltschecks schreiben lassen. Ja, sozusagen. Verstehen Sie? Und so ist es halt. Ja, liebe Österreicher, was denken Sie dazu? Leistungsmessung ist ein heißes Thema, ja? Ja. Ja, ich habe halt die Erfahrung gemacht, oder wir machen halt immer wieder die Erfahrung, du hast ja sowieso immer mit Leistungsmessung zu tun. Ob das jetzt halt im Beruflichen ist, ob das halt im Privaten ist, ob das Leistungsmessung ist sowieso alltägliche Sache. Ne? Warum sollte man die Leistungsmessung jetzt einmal nicht zum Guten einsetzen, sondern immer nur die Leistungsmessung so einsetzen, dass der Arbeiter möglichst wenig verdient und die Großkonzerne möglichst viel verdienen, sondern warum drehen wir den Spieß nicht einmal um, dass das Volk einmal sagt, jawohl, die großen Konzerne gehören auch gemessen, bringen die ihre Leistung, kommt das Tun rüber, die was dann uns gut? Tun die Konzerne uns gut? Oder schaden sie uns eher? Das muss doch mal endlich gemessen werden. Und Sie haben den entscheidenden Satz gesagt. Warum soll man nicht die Leistungsmessung, die sowieso überall ist, warum soll man die nicht endlich mal zum Guten einsetzen? Und genau darum geht es, die endlich mal zum Guten einzusetzen. Und den Konzernen halt zu gucken, so nach dem Motto, wir lieben Wirtschaft, wir lieben Unternehmen, aber bitteschön, nur dann, wenn sie unser Leben verbessern und nicht, wenn sie auf unsere Kosten Profite machen und zum Beispiel alles kaputt machen und verdrecken und wir dann an dem Gift sterben und sie dann das Geld wegschleppen, sozusagen. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen eine starke Wirtschaft. Wir rechnen ja mit unseren Reformen mit von einem Wirtschaftswunder in Deutschland. Von jährlich 500 Milliarden durch diese Reformen, denn wir machen ja ganz viel Ineffizientes, schaffen wir ja ab, sozusagen, durch die Reform. Das wäre jetzt zu früh, darüber sprechen. Das würde in Österreich bedeuten, jedes Jahr 50 Milliarden plus in Österreich. Euro. Jedes Jahr. Volkswirtschaftliches Wirtschaftswunder, weil wir eben nicht mehr zulassen, dass Profite auf Kosten der Bürger gemacht werden, sondern gute Gewinne gerne. Aber haben Sie schon mal den Begriff gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung oder auch Gemeinwohlökonomie von Christian Felber gehört? Wiener? Der Christian Felber ist unsere jüngere Schwester. Den sollten wir übrigens mit als Experten immer dabei haben. Der wird sich nur weigern, weil er wahrscheinlich sagen wird, mit Corona nachdenklichen redet er gar nicht. Ne? Das kommt wahrscheinlich dann. Ich denke mir, ich kenne ihn ja so von seinen Videos so ein bisschen. Aber wir reden mit Ihnen und wir sagen, wir sind die ältere Schwester der gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Wir arbeiten seit 52 Jahren dran. Und alles, was ich gerade erzählt habe, ist eigentlich gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Ja, denn das ist unser Kernkonzept. Ja? Nämlich die Leistungsmessung für das Gute zu benutzen. Dass Gutes tun sich vermehrt, schlechtes tun ausstirbt. Wir sind Evolutionsbiologen, wir wollen, dass schlechtes Tun ausstirbt und da die dazugehörigen vorteilbringenden Irrtümer auch aussterben. Zum Beispiel der vorteilbringende Irrtum, Viren sind allmächtig und Ernährung und Psyche und Bewegung und Sport haben gar keine Rolle, spielen keine Rolle. Nein, nur Impfungen können euch retten. Die Viren sind so allmächtig und sind die zentrale Krankheits- und Todesursache der Menschheit. Alles andere ist unwichtig. Ernährung ist unwichtig, Sport ist unwichtig, saubere Luft, sauberes Wasser ist völlig unwichtig. Nur Impfungen kaufen, das ist wichtig. Ja, das nennt man einen vorteilbringenden Irrtum und den glauben die wirklich, weil die damit aufgewachsen sind. Die sind damit sozialisiert worden, Frau Bruckland. Ja, das ist die Ausbildung, in die sie hineingewachsen sind, die Ärzte, nämlich genau so zu denken. Und dazu müssen wir doch anders belohnen. Dann fangen die an, diese vorteilbringenden Irrtümer, denen helfen wir dann, die sofort aufzugeben und sich zum Beispiel um die Ernährung ihrer Versicherten zu kümmern.
liebevoll, freundschaftlich, ohne Druck zu machen, aber eben jeder, der es nutzen möchte, kriegt Ernährungsberatung, wer es nutzen möchte. Und vielleicht stellt der Supermarkt auch eine Ernährungsberaterin wie die Frau Mesli an, die dann den Kunden, die es möchten, hilft, sozusagen im Zentrum diese Gesundheitslandschaft zu verstehen und was man also essen sollte, wenn man wirklich kerngesund leben will. Und vor allem, wenn man das Gewicht in den Normalbereich bringen will. Ich habe selbst 18 Kilo abgenommen, weil ich habe selbst eine neue Abnehmtechnik entwickelt. Endlich habe ich es geschafft und die funktioniert wunderbar, die sogenannte Tresor-Methode. Naja, aber das nur am Rande. Und jetzt haben wir also zwei Glieder der Kette so angedacht. Sind dazu noch Fragen? Wir müssen heute nicht Rom an einem Tag erbauen, nur so Ihr Gehirn so ein bisschen kitzeln, so. Aha, wir haben Volksentscheid, Wahlprogramme und Volksentscheide. Das war das erste Glied zum Nachdenken und die Wähler konsensieren lassen, auch darüber, wie oft sie das wollen, ob sie das wollen und so weiter. Und dann haben wir die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die uns zu den Herrschern über die Wirtschaft macht. Ja, weil das übrigens macht das uns auch zum Herrscher über die Politik. Denn ein Politiker, der nicht alles tut, um mein Wohlfühlen zu verbessern, das wird ja sofort vom Bundeswahlleiter veröffentlicht. Stellen Sie sich vor, Bundesländer in Deutschland, Laschet, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, wie heißt der nochmal, der Grünen-Chef Baden-Württemberg? Kretschmann. Kretschmann, ja, genau. Und jetzt gucken Sie, der Bundeswahlleiter veröffentlicht ständig und die Wohlfühlstimmen bei Kretschmann entwickeln sich bei den Bürgern schlechter. Schlechtere Tendenz zu sehen bei allen Bürgern zusammengenommen als bei Laschet in Nordrhein-Westfalen. Wer wird dann noch jemals in Deutschland jemals Grüne wählen? Weil eben für alle ja sichtbar ist, wenn die Grünen dran sind, geht es den Bürgern schlechter. Und bei der CDU, okay, geht es besser. Oder umgedreht. Also jetzt, wir können das Ganze auch umdrehen. Es kann ja sein, dass es bei dem Kretschmann besser geht allen und bei dem Laschet allen schlechter geht. Und dann wird aber auch niemand mehr in Deutschland bei der nächsten Wahl CDU wählen. Warum soll er das nochmal wählen? Die haben doch ihre Chance in Nordrhein-Westfalen gehabt, zu zeigen, was sie können. So merken Sie, dass dann jetzt plötzlich die Politiker uns dienen müssen, dass wir die Lenker werden und die anderen alle unsere Diener werden. Die Konzerne werden unsere Diener, die Politiker werden unsere Diener. Auch Ihre Partei wird dann zu unserem Diener, denn wir sind dann der Souverän, wir die Wählerinnen. Ja? Und das wollen wir doch. Wir wollen doch, dass es anders wird. Wir wollen doch, dass diese versteckte Diktatur aufhört. Die Diktatur der Konzerne, die Diktatur der Lobbyisten, die Diktatur von Politikern, die machen, was sie wollen, und die Diktatur der Medien, da kommen wir gleich zu. Ja, die Medienreform brauchen wir natürlich auch. Soweit erstmal alle Klarheiten restlos beseitigt. Soweit. Dann gehen wir zum dritten Kettenglied. Frau Mesli, wissen Sie zufällig noch, wie das heißt? Vorwahlen Mini-Volksentscheide. Alle 10 Jahre 3 Stunden Zeit opfern für die Wähler, wenn sie das wollen, dieses Element. Alle 10 Jahre vielleicht kriegt man einmal vom Bundeswahlleiter eine Einladung. Sie sind Teil einer repräsentativen Wählerstichprobe und da sind jetzt 3 oder 4 Redner und die dürfen jeder 10 Minuten und dann reihum wählen, sprechen und sie überzeugen, dass sie die besseren neuen Kanzler sind, die bessere neue Kurz und die bessere neue Merkel sind oder bessere neue Laschet oder besserer neuer Söder oder besserer neuer, wie heißt er nochmal, Kretschmann sind, ja? Und dann wählen Sie als Wähler im Vorwahlen Mini-Volksentscheid. Und das gilt als Wahl, weil das ist dann eine repräsentative Wählerstichprobe, denn der Staat kommt bei Ihnen vorbei und unterstützt Sie in jeder Hinsicht, dass Sie diese 3 Stunden, sei es online oder im Bürgerhaus nebenan, sich diese 3 Stunden Zeit nehmen können. Und der Staat bereitet das sogar schon vor, dass Sie also alle Hilfe kriegen, die Sie brauchen, wenn Sie gerade eine Arbeit zu tun haben. Dann kommt dann Profi, der Sie jetzt 3 Stunden ersetzt und Sie dürfen wählen. Ja? Oder Kinder sind zu betreuen, dann kommt die Kinderbetreuerin mit. Also der Staat macht alles, dass sie wirklich frei, dann können sie immer noch sagen, ich nehme an dieser Wahl nicht teil.
Dann gefährdet das allerdings ein bisschen die repräsentative Wählerstichprobe. Da muss halt ein anderer Bäcker, der auch Bäcker ist, noch herangezogen werden kurzfristig. Aber man versucht also diesem Ideal der absoluten repräsentativen Wählerstichprobe ganz nahe zu kommen, denn dann ist das Wahlergebnis dieser 500 Leute ist quasi, als wenn man eine große Wahl gemacht hätte. Man spart dann die großen Wahlen etwas ein. Und dann können diese Leute, dann können sie quasi sich ihren zukünftigen neuen Wunschkanzler wählen. Ja? Und dann kann der nach einem Jahr schon sagen, ich fordere Merkel heraus, ich fordere Kurz heraus oder ich fordere Laschet oder Kretschmann oder Söder heraus. Und dann gibt es Neuwahlen nach einem Jahr, weil Sie, liebe Wählerinnen, gesagt haben, Sie wollen die neue Person finden Sie besser als die alten. Ja, und das bedeutet dann echte Bewegung in der Demokratie. Jeder Politiker weiß, wenn er jetzt nicht mit allen Experten spricht, wenn er nicht alle Experten nutzt und in sein Boot reinzieht, dann treten die gegen ihn an bei den Vorwahlen, wenn die Volksentscheiden, und dann verliere ich gegen die und hinter denen entsteht eine neue Partei und meine Partei, die CDU, ist ganz schnell weg vom Fenster, gibt es gar nicht mehr dann irgendwann, geht völlig kaputt, weil plötzlich neue Experten da sind, hinter denen neue Parteien entstehen, wie bei Macron in Frankreich hinter ihm eine neue Partei entstanden ist. Das ist bewegliche Demokratie. Ne? Und immer haben nur die Wähler das Sagen jetzt. Ne? Und kein Parteiengeklüngel. Was sagen Sie wieder, Frau Mesli, was sagen Sie zum Vorwahlen-Mini-Volksentscheid als Idee, die ja den Wählern nur angeboten wird als Möglichkeit zur Machtbegrenzungskette? Ja, also wir haben ja, glaube ich, auch gesagt, da würden es dann im Fernsehen Politikerdiskussionen kommen, wo sich der Bürger dann auch über die verschiedenen Meinungen das eben anhören kann, sich seine eigene Meinung dazu bilden kann und dass dann eben so ein Ja, ich Mini-Volksentscheid. muss vielleicht noch kurz erklären. Also wenn jemand gewählt worden ist als Bundessieger und damit das Recht hat, die Kanzlerin oder den Herrn Kurz herauszufordern, ja, dann gibt es natürlich dann in allen öffentlich-rechtlichen Medien nach der Medienreform natürlich dann Duelle zwischen Kurz und Herausforderer. Und zwar, übrigens gibt es die Neuwahlen nur, wenn die herausfordernde Person natürlich in den Vorwahlen-Mini-Volksentscheid in einem gegen den Kurz gewonnen hat. Die Wählerinnen also den Neubewerber bevorzugt haben vor Herrn Kurz. Und dann gibt es erst die Neuwahlen und dann gibt es aber nochmal die richtigen Medienauftritte, so wie bei Bush gegen Trump, ja, so die Duelle und so weiter. Und dann können sich alle Wähler ein Bild machen und dann kriegen wir plötzlich, können wir sogar eventuell nach einem Jahr, kriegen wir eventuell einen neuen Kanzler. Das ist ein Denkmodell, da kann man drüber diskutieren. Frau Mesli, habe ich Sie so richtig verstanden? Wollten Sie das auch so sagen? Ja, also ich meine, wie wir das jetzt bei uns in Deutschland erleben mit der Kanzlerin mit 16 Jahren, das kann so nicht weitergehen. Und in den USA ist ja sowieso zum Beispiel so, dass ein Präsident maximal zweimal gewählt werden kann, also maximal 8 Jahre. Und jetzt wird ja bei uns auch schon allmählich über sowas nachgedacht, ob die Kanzlerschaft begrenzt werden soll in Jahren. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Also 4 Jahre sind ja oft auch schon zu viel. Ja, wobei ich, wenn jemand wirklich ein extrem guter Kanzler ist und es wirklich unheimlich gut mit uns Wählern meint, dann soll der aus meiner Sicht ruhig lange dran sein. Aber er muss jedes Jahr, er muss ständig herausforderbar sein. Er muss immer die anderen Leute und die anderen fleißigen Experten immer im Nacken spüren, damit er nicht anfängt zu schlafen. Da sind wir wieder beim Beamtenschlaf, ja? Damit er nicht anfängt zu sagen, wie die Frau Merkel, ach, die Leute fressen mir eh aus der Hand, warum soll ich was tun? Es gibt keine Wohlfühlstimme und so weiter. Ich mache einfach so meinen Dienst nach Vorschrift. Nein, wenn ständig Herausforderer da sind, dann wird Kurz sich immer wieder fragen, was kann ich den Wählern noch Gutes tun? Was kann ich denen wirklich Gutes tun? Wie muss ich die Struktur unserer Gesellschaft in Österreich so ändern? Dann kann sich der Kurz auch halten, aber nicht so wie jetzt, wo er im Prinzip eigentlich keine Wettbewerber hat und die Medien nur auf seiner Seite berichten und alle ins gleiche Horn stoßen. Ja, das ist unser Vorschlag, dass wir das anders machen können mit diesen Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden.
Ja, da spüren die immer den Atem der neuen Experten im Nacken und wissen, ja, ich muss mich jeden Tag fragen, was kann ich meinen Wählern Gutes tun und nicht irgendwie mit meinen Freunden von den Konzernen schön Golf spielen gehen und, ja, und die Wähler ignorieren. Ja, Frau Mestis, habe ich alles, wollten Sie noch was sagen dazu? Wie der Frau Brugland, was sagen Sie zu diesem dritten Element? Wir wollen es heute nicht hundertprozentig verstehen, aber mal anreißen. Was sagen Sie zu diesem Vorwahlen-Mini-Volksentscheid als Vorschlag? Ja, super, super. Also bringt auf jeden Fall Bewegung ins System. Und das sage ich ja meinen Klienten auch immer, nur weil du einmal Ja gesagt hast, muss das nicht bedeuten, für den Rest des Lebens Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Und dann, also so dieses Prinzip Ja, finde ich eigentlich toll. Beweglichkeitsdemokratie, bewegliche Demokratie, lebendige Demokratie, ja? Sozusagen nicht einmal die Stimme abgeben und dann 5 Jahre friss oder stirb, ja? Also, sondern beweglich, lebendig. Und liebe Österreicher, wie kommt das bei Ihnen an? So das erste Mal kennenlernen des dritten Kettengliedes, Vorwahlen, Mini-Volksentscheid, wahrscheinlich noch nie gehört, denn das Wort. Na, haben wir eigentlich noch nie gehört. Finde ich aber eine super Idee. Bei uns in Österreich sind wir aber weitergegangen als die Deutschen. Wir haben ja in die Satzung reingeschrieben, dass man eigentlich nur einmal kandidieren darf, für einen Nationalrat oder für einen Landtag. Aber diese Idee, die du jetzt gebracht hast, finde ich äußerst sinnvoll, weil die dann wirklich, wie soll ich sagen, die Angst im Nacken spüren und dadurch weit besser für das Volk arbeiten dann. Und ich denke, das wäre sicher anzudenken, dass man das machen sollte. Ja, denn genau genommen ist ja die Grundidee, warum will man denn die Amtszeiten begrenzen? Weil man merkt, dass je länger die Leute im Amt sind, desto mehr gammeln sie und desto mehr arbeiten sie mit den Konzernen zusammen und desto mehr Freunde haben sie und desto mehr Parteispenden kriegen sie von den Konzernen und hinterher kriegen sie einen tollen Job bei Gazprom, einen toll bezahlten Job und dann kriegen sie tolle Vortragsaufträge, kriegen sie für einen lächerlichen Vortrag 50.000 Euro bezahlt. Und so weiter. Ja, also deswegen will man ja die Zeit begrenzen. Aber wenn man diese Vorwahlen, Mini-Volksentscheide hat, muss man sich gar nicht über die Zeit Gedanken machen, sondern die Leute werden ihre Top-Leistung bringen. Und wenn sie sie nicht bringen, werden sie einfach von den anderen ersetzt. Ja, und das ist dann gut für uns Wähler. Ja, und ja, super. Ja. Ja, und dann gehe ich, wenn niemand was einzuwenden hat, gehe ich aufs vierte Glied über. Medienreform. Erstens, warum sind die Medien alle auf der Seite der Impfkonzerne, der Virologen und die Politiker auch und die Medien alle auf Seiten der Politiker? Warum ist das so mainstreamig? Warum gibt es nur noch eine Sichtweise der Welt? Warum? Ja? Also warum gibt es nur noch eine Sichtweise? Weil wir eine Evolution hinter uns haben. Wir sind ja Evolutionsbiologen und Psychobiologen und Evolutionspsychologen sozusagen. Gucken Sie sich mal an, wie bei uns im deutschen Fernsehen, ARD, ZDF, gucken Sie mal, wer die meisten Werbespots bezahlt. Das sind die Pharmaindustrie, die Medizinindustrie. Die zahlen die meisten Werbespots. Und wenn Sie über Jahrhunderte oder Jahrzehnte immer wieder als Journalisten vor der Wahl stehen, wenn ich jetzt, stellen Sie sich vor, Sie haben einen kritischen Journalisten, der ständig Leitartikel schreibt gegen die Pharmaindustrie, kriegt aber seine Werbespots und seine Werbeannoncen teuer bezahlt von der Pharmaindustrie. Dann wird doch, wenn die Pharmaindustrie diese Werbespots nicht mehr in dieser Zeitschrift schalten, wenn sie ständig Leitartikel um die Ohren gehauen kriegt, wo die Pharmaindustrie kritisiert wird. Ja? Also wird sie das nicht tun. Dann wird sie quasi diese Werbeannoncen dieser Zeitschrift entziehen und damit ist die Zeitschrift irgendwann pleite, weil ihr dieses Geld einfach fehlt im Wettbewerb zu anderen Zeitschriften, die dieses Geld haben. Und dadurch kommt es zu einer stillen und leisen Evolution, dass eigentlich ein Journalist, der erfolgreich ist, immer ein Journalist ist, der die gleiche Meinung hat wie die Werbekunden.
Das ist jetzt für Sie vielleicht ein ganz neuer Gedanke, aber die Evolution läuft in unseren Großmedien darauf hinaus, dass Sie eigentlich nur noch Karriere machen können als Journalist, wenn Sie eine Meinung haben, die nicht in Konflikt mit den Werbekunden gerät. Denn wenn sie mit den Werbekunden in Konflikt gerät, ist ja das Medium gefährdet, weil dann die Werbekunden ihre Werbespots entziehen und dann fällt ja ein Großteil des Gehaltes für die Journalisten weg. Ja, weil die Medien finanzieren sich bei uns in Deutschland, die öffentlich-rechtlichen, über die Konzerne. Und das darf doch nicht sein. Die sollen doch uns dienen. Die müssen doch von heute auf morgen absolut werbefrei gestellt werden und staatsfinanziert werden. Und dann müssen auch noch die Aufsichtsräte der Parteien müssen weg, wo die dann noch die Journalisten auf Linie bringen. Und jetzt passen Sie auf, jetzt kommt das entscheidend Neue. Sie kennen so Sendungen wie, haben Sie schon mal gehört, Arte, Profiteure der Angst oder die Allmacht der Pharmakonzerne? Solche Journalisten werden angestellt in allen großen Medien und kriegen 50% der Stimmmacht, sodass die sagen werden, hoppla, keine Sendung mehr nur mit Drosten, Wieler und Lauterbach, sondern immer auch mit Bagdi, Wodak und Schiffmann. Und Professor Haditsch in Österreich oder unser Dr. Med. Michael Spitzbart, unser Mitglied, ja, und Professor Wallach und so weiter, aber doch nicht einseitig. Und dann plötzlich haben sie von einem Tag auf den anderen, werden Sendungen nur noch genehmigt, wenn immer beide Seiten gezeigt werden. Und plötzlich wird diskutiert über den unseriösen Umgang mit Statistiken und so weiter, dass jedes Jahr, jeden Tag in Deutschland zu Winterzeiten sowieso 3000 Menschen sterben. Und dann wird diskutiert, warum denn in Weißrussland die Menschen nicht wie die Fliegen sterben, obwohl doch der Präsident Corona wie eine Wintergrippe behandelt, nämlich eher ignorierend, ja? Und trotzdem wird dort nicht massenhaft gestorben. Trotzdem all die Leute, die ihn hassen, niemand sagt, ja, unser Präsident lässt uns alle an Corona sterben. Er tut gar nichts. Sagt keiner. Trotzdem lauter Kamerateams aus der ARD und ZDF dort waren. Nicht ein Zeuge, der den Lukaschenko hasst, wirft ihm vor, lieber hier unser Horrorpräsident Lukaschenko lässt uns alle gerade an Corona sterben, weil dort nicht gestorben wird. Wahrscheinlich wäre das Beste gewesen, wir hätten das völlig ignoriert und wie jeden Winter behandelt, dann wäre wahrscheinlich nichts passiert. Gar nichts passiert. Wie in Weißrussland, da ist nichts passiert. Nichts tun, wir hätten das auch empfohlen. Wir waren ja am 25. Februar die Ersten, die sagten, da stimmt doch was nicht. Und bei unserer Kritik an der Pharma- und der Medizinindustrie wäre uns sowieso klar gewesen, wir dürfen doch nicht die Industrie sich selber entscheiden lassen, welches Gehalt sie haben möchte. Ne? Wäre doch noch schöner, wenn jeder einfach sagen könnte, ich will das und das Gehalt und der Staat muss mir das bezahlen. Aber genau das läuft gerade. Das geht doch nicht. Also das heißt, die Medien sind dann völlig neu. Und was machen die jetzt? Jeden Tag wird auf drei verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern werden drei Talkshows gemacht, die genauso aufgebaut sind wie die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide. Nämlich der Bundeswahlleiter, auch der österreichische Bundeswahlleiter, wie der dort heißt, weiß ich nicht. Aber in der Reihenfolge der Anmeldung dürfen die Experten dort reden. Ja, vielleicht auch so ähnlich Bundeswahlleiter oder, also bei uns heißt er halt Bundes- und Landeswahlleiter heißen die halt, ne? Und ach so, das Mikro ist noch an, ja. Das heißt, in dem Fall ist es dann keine repräsentative Wählerstichprobe, denn die Zuschauer sind nie repräsentativ. Die sind immer ein bisschen einseitig. Aber es ist eine Übungsplattform, wo wir uns alle in Demokratie üben können. Die Leute dürfen reden, wie bei dem Vorwahlen-Mini-Volksentscheid, und die Zuschauer dürfen per Telefon wählen. Genauso wie im Vorwahlen-Mini-Volksentscheid. Und ich habe noch was vergessen. Die Wähler dürfen bei jedem Vorwahlen-Mini-Volksentscheid die Themen für die nächsten Volksentscheide festlegen. Ja? Denn das ist doch eine schikanös, wenn die Leute 200.000 Unterschriften bei Schnee und Eisregen sammeln müssen auf der Straße, nur um einen Volksentscheid zu kriegen. Nein, bei den Mini-Volksentscheiden, die ja regelmäßig stattfinden würden, legen die WählerInnen gültig fest, was die Themen der nächsten Volksentscheide werden. Ja? Das ist dann Beschluss. Und in den Fernsehsendungen üben wir das.
Da sind dann natürlich viele Zuschauer und es wird ein bisschen chaotisch werden, aber es sind ja nur Übungssendungen. Ja? Also in den Übungssendungen üben wir für die tatsächlichen Vorwahlen, Mini-Volksentscheide. Das ist Demokratie pur. Da haben die Leute aus Spaß, die hören rein, was haben wir denn heute wieder für Leute mit neuen Ideen? Sind da auch Leute mit verrückten Ideen dabei? Denn es wird ja unzensiert alles dargeboten. Ja? Aber natürlich entsteht mit der Zeit so eine Kultur, dass jeder sagt, also ich blamier mich doch nicht. Ich gehe nur mit einem seriösen Reformvorschlag in die Sendung, sonst mache ich mich ja lächerlich vor ganz Österreich oder vor ganz Deutschland. Ne? Und der Missbrauch wird gering sein, ne? Denke ich. Ja, was sagen Sie, Frau Mesli, zu diesem vierten Kettenglied? Ja, wir alle leiden ja jetzt momentan sehr unter dieser gleichgeschalteten Presse. Und das ist dringend erforderlich, dass wir wirklich alle Stimmen hören können und sich dadurch die Leute auch wirklich eine Meinung bilden können. Und Sie haben es zwar erklärt, aber es ist eigentlich unverständlich, wie das jetzt die ganze Welt eigentlich überflutet hat, dieses gleichgeschaltete Pressewesen. Also es ist eine Katastrophe, wirklich. So kann es nicht weitergehen. Das ist halt, wir sind halt Evolutionsbiologen und Evolutionspsychologen und Psychobiologen vom Denken her, ja. Und das heißt, wir verfolgen das über Jahrhunderte, Jahrtausende solche Einflüsse. Das heißt, wenn so etwas über lange Zeit läuft, dann ist das ganz allmählich. Die ersten Journalisten, die waren vielleicht noch konzernkritisch, aber irgendwann haben die Journalisten angefangen, kleine Annoncen in die Zeitung reinzulassen und haben aber dann gar nicht gemerkt, dass sie dann damit ja abhängig werden von den Annoncenbezahlern. Ja? Und dass sie plötzlich anfangen, denen nach dem Munde zu reden und dass plötzlich eine Evolution entsteht, dass wer seinen Annoncenkunden nicht nach dem Mund redet, der geht pleite. Und dann bleiben plötzlich nur noch Journalisten übrig, die einfach die gleiche Sichtweise haben wie die großen Annoncenkunden. Ja? Und das geschieht ganz still und leise. Und genau deswegen müssen wir unsere Reformen so gezielt und so präzise setzen und mit unseren 52 Jahren Erfahrung so genau, punktgenau setzen, damit genau diese negative Entwicklung sich in positiven Entwicklungen umwandeln. Ja? Und daran arbeiten wir seit 52 Jahren. Darüber denken wir seit 52 Jahren nach. Über 20 Professoren. Wir haben manche Professoren dabei, die schon 65 Jahre in der Wissenschaft sind. Unsere ehemalige Bundesgesundheitsministerin ist 90, ne? Über 90 wahrscheinlich jetzt schon. Und will auch 100 werden. Ne? Und ja, Frau Mesni, haben Sie alles gesagt, was Sie dazu sagen wollten? Frau Brugland, diese Medienreform und Vielseitigkeit und andere Seiten hören, ja, was löst das bei Ihnen aus? Ja, klingt natürlich alles fast schön, um wahr zu sein. Ja, die Journalisten, also die sind ja auch nicht davon ausgenommen, dass der Mensch möchte gerne dazugehören. Bloß nicht abseits, ne? Also wenn man dann berichtet wie Boris Reitschuster, dann muss man schon das aushalten können, dass man nicht Masse dazugehört, ja. Und ich glaube, das ist auch überhaupt in dieser Problematik, in der wir uns jetzt befinden, spielt das eine große Rolle, ne? Ja, und liebe, das Mikro noch, ja, liebe Journalisten, ja, also wir würden niemals einem Journalisten unterstellen, dass er böse Absichten hätte und sich da gegen uns alle verschworen hätte. Nein, überhaupt nicht. Aber es läuft ein nicht bewusster Prozess, der darauf hinausgelaufen ist, so ein Evolutions- und Selektionsprozess, der still und leise, ohne Bewusstheit, darauf hinausgelaufen ist, dass dann am Ende dieser Volksspruch, diese Volksweisheit gilt: Wes Brot ich ess, das Lied ich sing. Ja? Und das, ohne dass das bewusst gedacht wird, so, ich krieg mein Geld von den Pharmakonzernen über die Werbespots und deswegen denke ich jetzt so wie die Pharmakonzerne und denke nur in diese Richtung.
und stimme allem zu, was von den Impfkonzernen kommt. Ja? Nee, das ist nicht bewusst. Das sind nicht bewusste Abläufe. Ja? Sondern der Mensch hat einfach die Meinung, dass die Impfkonzerne recht haben und die ganzen Impfkritiker, ja, das sind ja nur Impfleugner, das sind ja alles Spinner. Ja? Die glauben das wirklich. Ja? Die meinen das gar nicht böse. Aber deswegen müssen wir ja, liebe Österreicher, das mit Ihnen gemeinsam, mit Ihrer Partei, das Politiksystem ändern. Und ich wandere dann aus nach Österreich. Wenn Sie Erfolg haben, bin ich in Österreich. Ja, weil ich möchte in diesem glücklichen Land dann leben. Ja? Ja, was sagen Sie, liebe Österreicher, jetzt zu diesem ersten Kennenlernen, erste kleine Begegnung mit dem vierten Kettenglied der Machtbegrenzungskette, die wir vorschlagen? Na, das Problem mit den Medien, das ist ja kein neues Problem. Das Problem ist ja, ich sage immer, in Österreich haben wir da so einen Spruch, die Hand, die dich füttert, sollst du nicht beißen. Ne? Und genauso agieren die Medien zurzeit. Nur ein Beispiel, im März im Total-Lockdown war natürlich alles zu Hause, natürlich viel Fernsehen geguckt. Ne? Und der österreichische Staatsfunk kriegt dann eine Förderung von 6 Millionen Euro. Warum? Da war ja Profiteur von dem Ganzen. Da frage ich mich, warum musste dann vom Staat Österreich noch eine Förderung kriegen, weil er so schön linientreu berichtet hat. Ne? Und das ist halt das Problem, was wir haben, dass eben das Geld regiert und das gehört abgeschafft so. Ja, und das würde ja durch unsere Medienreform sofort beendet werden, weil absolute Werbefreiheit, keine Geldflüsse mehr und eben die gegen die kritischen, die Impfindustrie kritischen Journalisten bestimmen, haben 50% des Stimmrechts und die werden natürlich keine Sendung genehmigen, in der nicht beide Seiten die gleiche Redezeit bekommen. Also Drosten, Wieler und Lauterbach und Bhakti Wodak und Schiffmann die gleiche Redezeit. Ja? Und letztendlich müssen natürlich die Wähler entscheiden dann wieder, was sie dann wollen. Aber dann haben wir faire Medien. Ja, wenn es jetzt da keinen Kritikpunkt gibt, dann mache ich noch schnell den fünften Punkt der Kette. Da hat uns dazu inspiriert David Claudio Sieber von Die Basis Deutschland. Sie kennen ihn vom Namen her, ja? Der hat das mal gesagt, dass wir doch so, um kurzfristig Entscheidungen in der Politik fällen zu können, dass wir da uns so ein bisschen an den Umfragen orientieren sollten. Jetzt sagen wir aber als Wissenschaftler bloß nicht, denn Frau Brugland, Sie kennen das, soziale Erwünschtheit in der Psychologie. Natürlich bei Umfragen, da sagen die Leute Ihnen am Telefon nie, natürlich wähle ich nicht die AfD, sagen die dann alle, ja, weil das ist nicht sozial erwünscht. Ja, und deswegen Umfragen sind relativ wertlos. Was sie brauchen, ist ein simulierte Volksentscheide. Das heißt, wieder muss ein Institut, das kostet dann halt ein bisschen was, wirklich eine möglichst repräsentative Wählerstichprobe erstellen. Und dann müssen die Leute in geheimer Wahl bei einem Mini-Volksentscheid sich entscheiden, was sie zu einem gerade anstehenden aktuellen Sache, die schnell behandelt werden muss, wofür man keine Zeit hat, sagen, zu was sie tendieren. Und da muss es irgendwie eine sich selbst automatisch durchrüttelnde Urne geben, wo sie genau sehen, wenn sie ihren Zettel reinwerfen, kann niemand feststellen, welcher Zettel von ihm ist. Ja? Und damit es wirklich eine geheime Wahl ist. Und dann werden ihnen die Wähler sagen, was sie wirklich denken. Ja? Weil dann nicht mehr die soziale Erwünschtheit gilt. Aber die Urne, die muss durch so eine Maschine, durch so einen Elektromotor, so wie die bei den Lottozahlen, ja, da muss das immer durchmischt werden, damit eben jeder weiß, niemand kann jetzt mehr feststellen, welcher Zettel von den 100 Zetteln, die in der Urne sind, ist von mir gewesen oder von den 500 oder 1000. Ja? Und dann haben Sie ein echtes Ergebnis. Und dann können Sie danach auch als basisdemokratische Partei durchaus kurzfristige politische Entscheidungen fällen. Aber nicht nach einer Umfrage. Das ist zu ungenau. Sondern Sie müssen es mit einem simulierten Volksentscheid machen. Wir hatten ja damals eine simulierte Bundestagswahl machen lassen, weil simulierte Wahlen immer viel besser sind als Umfragen. Weil bei Umfragen kriegen Sie immer das, was sozial erwünscht ist. Da taucht dann die AfD plötzlich gar nicht auf. Und beim Wahltag sind es plötzlich doppelt so viele Stimmen für die AfD wie vorher, weil die Leute sich nicht getraut haben zu sagen, was sie wählen werden. Ja? Und deswegen also immer simulierte Bundestagswahl, um kurzfristig von heute auf morgen wichtige Entscheidungen abklären zu können.
So, also Politbarometer nicht an Umfragen, sondern an simulierten Volksentscheiden. Das ist besser. Insofern haben wir den Vorschlag von Herrn David Claudio Sieber aufgenommen, aber ein bisschen verbessert. Das waren so die fünf Glieder unserer Machtbegrenzungskette. Und wenn Sie das alles und auch alles, was wir am Anfang gesagt haben, einhalten, dann wird Ihre Partei eine herausragend echt basisdemokratische Partei. Und wenn dann noch wirklich in diesem Volksentscheid-Wahlprogramm den Wählern wirklich hochkompetente Varianten von Gesundheitsreform, Ernährungssystemreform, Bildungsreform, Polizeireform, Justizreform und alles angeboten wird und die Wähler sagen, ja hoppla, hier weht ja ein ganz anderer Wind, da, jetzt habe ich ja hier Wahlalternativen und ich kann selbst entscheiden und eine kompetente Reform nach der anderen ist auch mit dabei, ja? Dann haben wir eine Chance, 5,0 zu kriegen und bei der nächsten Wahl dann 14%. Dann können wir schon mitkoalieren und bei der nächsten Wahl dann 28%. Dann können Sie schon in Österreich den Kanzler stellen. Denn wenn Sie 28 kriegen, kriegt er Kurz noch 27. Und in Deutschland ist es genauso. Denn Sie nehmen ja als Partei den anderen Parteien lauter Stimmen weg. Wir haben das dann damals in der simulierten Bundestagswahl gesehen. Wir haben zum Beispiel der CDU, haben unsere Professoren 18% weggenommen, der SPD 16%, und so weiter. Also den verschiedenen Parteien, wir haben manche Parteien auf Null schrumpfen lassen, weil die Wähler alle dann mit sofort zu uns übergelaufen sind in der simulierten Bundestagswahl. Und so wird es ja bei Ihnen auch gehen. Die Leute wandern alle von den anderen Parteien ab und wählen die Basis Österreich. Und dann können Sie mit 14% mitkoalieren und die mitregieren und mit 28% den Kanzler stellen, die Kanzlerin stellen. Die ja dann aber nur basisdemokratisch ausführendes Organ ist. Aber wie gesagt, die steht ja dann unter Kontrolle. Die steht ja unter Kontrolle der Wohlfühlstimme, der Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, da immer die Konkurrenz im Nacken und so weiter. Und dann werden die Politiker unsere Diener. Ja, und dann gibt es auch kein Polit. Dann brauchen sie gar nicht so viel Technisches innerhalb der Partei zu machen, denn die Kontrolle ist ja da. Ja? Wohlfühlstimme, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, auch die Fernsehsendungen, da werden die Parteien so drauf reagieren, oh, da ist ein Experte, der könnte uns gefährlich werden, den holen wir zu uns, den holen wir bei uns ins Boot und lassen uns von dem helfen, was der für neue Reformkonzepte hat, denn wenn der gegen uns antritt, der macht uns platt. Ja, so werden die Politiker denken. Ja? Und so wünsche ich mir doch eine lebendige Demokratie. Ja? Ständig Bewegung, ständig Erneuerung und Innovationen an Reformen. Ja, Frau Mesni, was sagen Sie zu allen fünf zusammen und zum letzten? Ja, also ich habe ja schon bei einer früheren Sendung gesagt, das kann so funktionieren. Ich habe ja auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich das alles verstanden habe, aber mittlerweile, ich glaube an Ihr Konzept wirklich. Ob ich mich in meiner Partei durchsetzen kann, muss man sehen. Ja, und das ist die Frage, wieso müssen Sie sich eigentlich durchsetzen, wenn es doch eigentlich eine basisdemokratische Partei, auch wir 2020 diesen Anspruch ja hatte und eigentlich Basisdemokratie Deutschland diesen Anspruch hat, warum müssen Sie sich durchsetzen? Sie müssten doch eigentlich nur den Antrag stellen, dass Deutschland, die Bundespartei, darüber konsensieren möge, ob man darüber nachdenken sollte, auch externe Experten hinzuzuziehen, zum Beispiel die Next Scientist for Future, die sich wie warme Semmeln angeboten haben, ständig angeboten haben. Und diese und noch ein paar andere externe Experten, warum nutzen wir die nicht? Warum wollen wir das Rad immer neu erfinden und wollen alles durch Laienexperten und interne, parteiinterne Experten das Rad nochmal neu erfinden lassen, wenn andere schon über 50 Jahre daran gearbeitet haben? Ja, Frau Tja, Mesli. so muss man es leider betrachten, aber ich habe ja da schon bei Wir 2020 ziemlich auf Granit gebissen und bei die Basis bin ich noch nicht mal ordentliches Mitglied. Also schauen wir mal, wie es Ja, und weitergeht. deswegen habe ich ja auch, liebe Österreicher, ich habe ja Ihnen auch gesagt, dass es so toll ist,
dass Sie noch so jung sind als Partei, dann haben Sie bestimmte Fehler noch nicht gemacht und dann haben Sie auch noch nicht Routinen entwickelt, die quasi den Wählerinnen wieder vorgreifen und haben sich nicht wie in Deutschland fixiert auf die Anthroposophie und die Next Scientists for Future einfach, nö, ach, ist nicht so interessant, ja, ach, tun wir weg, lassen wir die Basis gar nicht drüber konsensieren, sondern das entscheiden wir selber. Irgendeine Person muss das ja entschieden haben. Das war ja mit David Claudio Sieber zum Beispiel ein tolles zweistündiges Telefonat. Mit Eva Rosen, die ja auch mittlerweile bei die Basis Deutschland ist, war es auch ein anderthalbstündiges tolles Telefonat. Warum hat davon die Basis nie was erfahren, die Parteibasis nie was erfahren? Und warum durften die nicht darüber, über unser Angebot nicht konsensieren? Und ich habe ja noch, ich habe mit Dr. Köhnlein lange telefoniert. Warum ist das so undurchlässig, wenn es doch Basisdemokratie heißt? Ne? Es muss doch durchlässig sein. Ja, aber erstmal jetzt erstmal Frau Bruckland ganz kurz und dann die Österreicher dazu, ja? Ja, was sagen Sie zu diesen fünfgliedrigen Kette? Ja, so. Ja, also wie gesagt, ein Konzept zu schön, um wahr zu sein. Ja, also. 52 Jahre Arbeit. Und macht mich natürlich auch ein bisschen traurig, was Frau Mesli sagt, dass dabei 2020 irgendwie da irgendwie eine Blockade ist. Und weil irgendwie ich eigentlich auch immer noch so gehofft hatte, dass vielleicht wir 2020 und die Basis dann doch irgendwie noch zusammenkommen könnten, ne? Ja, das ist ja sowieso die Idee, dass die eigentlich fusionieren sollten. Und ich muss dazu sagen, Frau Mesli, Sie alle haben das nicht mitgekriegt. Ich war in etwa 10 oder 12 Talkshows zusammen mit Dr. Cornelius Wölker, einem hochgenialen Physiker von wir2020.de allerdings. Es gibt ja in Deutschland diesen leidigen Streit DE-EU. Ja? Also die eine Homepage heißt EU am Ende und die andere DE am Ende. Und jetzt die Prozesse sind jetzt alle von DE gewonnen worden und EU hat alle verloren, ja, also so dass dann wahrscheinlich DE dann demnächst die Partei wieder übernimmt sozusagen, der Bundesvorstand von DE die Partei wieder übernehmen wird, weil alle Gerichte sich für sie aussprechen, also die, dass sie die einzigen Legitimen sind sozusagen und die echten Parteiinhaber sind als Vorstand. Aber das ist uns egal, das ist, interessiert auch nicht. Aber der Dr. Wölker zum Beispiel, wir haben 12 ganz tolle Talkshows gemacht, wo wir teilweise, wir hatten die Economy for Mankind als uns widersprechenden Experten da. Also es gab eben nicht nur Next Scientists for Future, sondern die haben das schon praktiziert. Wir haben im Duell sind wir angetreten gegen Economy for Mankind und gegen Natural from Local Sources aus Österreich, also ein Konzept der neuen Landwirtschaft zum Beispiel. Und da haben wir uns ganz schön gefetzt. Da habe ich dann so gesagt, also wissen Sie, das Konzept von Economy for Mankind, damit würden Sie Deutschland volkswirtschaftlich ruinieren, weil Sie zum Beispiel die Hochkompetenten, der will zum Beispiel Economy for Mankind, der Experte möchte gern alle Menschen enteignen ab 30 Millionen Euro. Aber die Reichen in Deutschland fangen heutzutage erst ab 30 Milliarden an, also bei dem Faktor 1000. Und dann treiben sie laut Professor Hans-Werner Sinn, würden sie all die arbeitsplatzschaffenden Milliardäre, die würden sie also sozusagen sofort zur Flucht aus Deutschland bewegen und die nehmen dann einfach gnadenlos die Arbeitsplätze mit. Und wer schafft dann denn bitte schön die Arbeitsplätze? Also wir wollen natürlich, dass es uns allen besser geht, aber wir müssen doch gucken, dass wir nicht alle Arbeitsplätze aus Österreich oder aus Deutschland heraus vertreiben. Denn die wandern gerne ab nach Polen oder nach Ungarn oder nach sonst wohin. Oder nach Weißrussland. Nach Weißrussland, ja, genau. Da wandern die ab. Das kostet die gerade, das kostet ein paar Millionen, dieser Wechsel. Aber wir, das Geld, was die dann hatten zum Investieren, das ist dann nicht mehr in Österreich vorhanden und nicht mehr in Deutschland vorhanden. Und ob wir dann wirtschaftlich besser dastehen als vorher, wird die Frage sein. Ja? Wir wollen, auch wir finden, dass die Schere zwischen Arm und Reich zusammengehen muss, aber erstmal muss die Wirtschaft auch überhaupt mal auf den Trichter durch unsere Reformen kommen, dass sie uns Gutes tut. Und eine Wirtschaft, die uns Gutes tut, die darf dann auch ein bisschen was verdienen. Aber sie, vor allem muss sie uns erstmal Gutes tun und nicht mit, wie die Impfkonzerne uns da terrorisieren. Mit einem Impfzwang, der am Ende, das muss ich nochmal dazu sagen, das Ganze ist Körperverletzung.
Na? Sie müssen sich mal klar sein, was wir gerade haben. Das ist ein Verfassungsbruch eigentlich. Ja, dass also die Konzerne und die Politiker und die Journalisten ja alle der gleichen Meinung sind, nämlich dass überhaupt nichts dabei ist, wenn Kinder zwangsbehandelt werden mit Chemotherapie und wenn die Eltern nicht spuren, kriegen sie das Sorgerecht entzogen. Wieso darf denn ein profitsüchtiger Konzern darüber entscheiden, dass das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, das Menschenrecht, außer Kraft gesetzt wird, nur weil Konzerne gerne teure Chemotherapien verkaufen wollen? Ist doch an sich der Hammer. Aber wir regen uns gar nicht mehr auf, wir für Next Scientists for Future. Wir wissen das schon seit 40 Jahren, weil der Trend ist seit 40 Jahren in diese Richtung geht. Und dass jetzt quasi die Kinder zwangsgeimpft werden können, quasi. Und dass sozusagen jetzt auch doch die Erwachsenen quasi unter einen versteckten Impfzwang gesetzt werden, das sind doch alles Verstöße gegen die Menschenrechte, auf das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Und deswegen, liebe Österreicher, braucht es unsere Reformen, damit wir das endlich anders machen. Und zwar ganz ruhig, ganz sachlich, ganz kooperativ, ohne zu schimpfen, einfach wählen lassen. Und machen. Ja. Wer war noch nicht dran, was zu sagen? Ich bin jetzt, weiß jetzt nicht mehr dran, wie die Reihenfolge jetzt war. Österreich ist dran, gell? Ja, Ja. also ich möchte vorher kurz einmal sagen, ich hoffe, dass der Kurz nicht mehr zwei oder drei Perioden machen kann, weil das ganz schlecht ist, wäre für unser Land. Darum müssen wir schauen, dass wir relativ schnell stark werden, hier in Österreich und auch in Deutschland, weil wir zusammenarbeiten eigentlich und eine EU-Partei werden wollen. Dann das nächste, ich habe es auch nicht ganz verstanden, dass die Basispartei und die Wir zwei, oder die Bewegung 2020 nicht zusammen angetreten sind, weil sie ja damit eigentlich weit mehr erreicht hätten. Wir in Österreich momentan oder wir machen gerade die anderen Kleinparteien aufmerksam, dass wir eigentlich für die nächsten Wahlen zusammenarbeiten sollen, weil wir dann sonst uns gegenseitig Stimmen nehmen, die aber gegen die großen Parteien brauchen. Und Seien das Sie ist einfach großzügig damit, jeder dieser kleinen Parteien muss man machen, man muss halt einen großen Vorstand machen und viele Vorstandsvorsitzende, damit die sich alle gesehen fühlen. genau, ja. Ja, Und das sind und dann noch eins. Es gibt natürlich Kleinparteien, wo einzelne Vorsitzende davon leben, dass sie wie sagt man, die Mitgliedsbeiträge davon Gelder für sich privat abzweigen. Ja, und die wird man wahrscheinlich nicht zum Zusammenarbeiten kriegen. Die machen dann ihre Kleinpartei weiter, weil denen geht es nur um die Mitgliedsbeiträge. Und solange da ein paar hundert Leute Mitglied sind und die jeden Monat 5 € zahlen oder so und die dann ein bisschen was abgreifen können, da kommt man nicht ran. Aber versuchen Sie alle zu einem Bündnis zu kriegen und das geben Sie den Leuten Position. Denn es darf uns nicht auf deswegen, wir vom Weltrat, wir dürfen keine Positionen jemals kriegen und wollen sie auch nicht, weil wir wissen, dass dann alles Negative anfängt, ja, sozusagen. Und Sie sollten auch so sein, geben Sie den anderen, seien Sie selber Vorstandsmitglied, geben Sie aber den anderen auch immer einen gleichberechtigten Vorstandsposten, ja, und damit die alle sich gesehen fühlen und damit dann auch nicht gegen die Fusion blockieren, wenn sie gute Absichten sind, die anderen Parteien, ja. Nicht jede dieser kleinen Parteien ist gute Absichten. Manchmal geht es da um Abzocke und so weiter, ja. Genau, ja, da sind wir gerade dabei und bieten das den anderen auch an, dass wir da eine gute Zusammenarbeit machen. Aber wir haben es auch selber schon erlebt, ja, dass gewisse Persönlichkeiten oder Obmänner von den Parteien nicht gerne auf ihren Sitz verzichten wollen. Und ja, da muss man halt drüber stehen und auf andere Parteien dann zugehen. Auf die fünf Sachen, die jetzt angesprochen Die ist, hört sich fünf alles. Kettenglieder, ja? Wieder, ja, genau. Fünf Kettenglieder ist eine tolle Sache. Wir werden das jetzt auch mit unseren anderen Leuten, die schon bei uns in der Partei dabei sind, weil wir wachsen ja relativ schnell momentan, wie es auch in Deutschland war, relativ zügig. Also es kommen viele Leute dazu. Es ist ein guter Zeitpunkt, gerade eine Partei zu gründen oder eine Partei strukturieren gerade. Also es ist extrem viel Zulauf und viel Zurufe auch aus anderen Bereichen, die zu uns kommen wollen. Und ich kann aber der Frau Mesli anbieten, weil ich ja öfters in Kontakt bin mit dem Vorstandsvorsitzenden aus Deutschland, mit dem Frank Rödl, dass ich ihn vielleicht frage, warum und weshalb das
noch nicht so zugelassen wurde mit euren fünf oder mit euch eine Zusammenarbeit. Vielleicht sagt das mir ja und vielleicht kann man ja da was machen, dass da in Zukunft was entstehen kann, eine Zusammenarbeit auch in Deutschland. Ja, ich hatte, glaube ich, mit Herrn Rödel bisher auch nur sehr kurz mal gesprochen, glaube ich, im Rahmen einer Basis-Talkshow, wo ich dann auch mal dabei war und so weiter. Aber genau richtig, so muss es gehen. Und jetzt fasse ich mal zusammen heute. Wir haben jetzt gar nicht so detailliert über Gesundheitsreform und Ernährungssystemreform. Brauchen wir auch alles nicht. Erstmal sollten Sie vielleicht nur eins im Kopf behalten. Sie haben einen starken Partner. Sie haben jetzt 23 Professoren und Doktoren. Erstmal nur die Next Scientist for Future, denn der Weltrat hält sich sehr bedeckt, denn der Weltrat ist sehr ängstlich. Ja? Der würde sich zum Beispiel nie zu Corona äußern, sondern nur der Arbeitskreis, die Next Scientist for Future. Das sind nicht alle Professoren, sondern nur ein Teil. Zum Beispiel Professor Wallach, Dr. mit Michael Spitzbart aus Wien, ja, sie sind bei uns und ich bin mutig, ich habe es riskiert, ich habe mir quasi die Finger riskiert zu verbrennen an dem Corona-Thema. Ja, das Risiko bin ich eingegangen. Aber ich habe auch eben gesehen, dass ich dafür 1 Million Klicks im Internet bekommen habe, während wenn wir uns aus allem raushalten, dann kriegen wir nur ein paar tausend Klicks. Ne? Ich musste sagen, der Arbeitskreis Next Scientist for Future musste riskieren, sich zu verbrennen bei dem Corona-Thema. Und das haben wir halt auch getan. Ja? Und jetzt halt das Risiko gehen wir gerne ein. Es geht halt nicht anders wahrscheinlich. Und wenn Sie nur eins behalten, dass Sie jetzt vor Kraft strotzend laufen können, weil Sie sagen können, Sie haben im Prinzip die weltbesten Experten an ihrer Seite und jetzt holen sie noch ein paar andere Experten dazu, die uns vehement widersprechen und sagen, och, die spinnen doch, die Next Scientists for Future. Dann haben wir eine richtige demokratische Diskussion in ihrer Partei und dann geht es zur Sache und dann hoffe ich, dass ich ihnen allen klar machen kann. Aber entscheidend ist, dass wir am Ende den Wählern klar machen können und wir begleiten sie, das habe ich damals David Claudio Sieber auch angeboten, wir begleiten sie mit in jede Talkshow und so weiter, immer einer von uns dabei, damit, wenn irgendeine schwierige Frage kommt, dann können Sie sagen, ja, wir arbeiten mit Top-Experten zusammen und dass die Gesundheitsreform soll jetzt mal der Herr Dillon oder der Herr Spitzbart oder der Herr Professor Wallach erklären. Ja? So könnte es laufen. Und dadurch können Sie vor Kraft strotzend auftreten und sagen, wir wollen Österreich regieren. Wir haben jetzt schon mal die Top-Leute an unserer Seite. Jetzt gucken wir noch, ob es noch andere gute Leute gibt, die sagen, die Next Scientists for Future spinnen ja. Die können doch nicht hier eine Leistungsmessung einführen oder sowas, ja, und so weiter. Und dann haben Sie gerade, das war ja eigentlich Zufall, gell? Ich habe Sie angerufen und Sie waren eigentlich gerade frisch gegründet, ne? Und hatten ihr erstes Video im Internet da, was ich da zufällig gestolpert bin. Und genauso muss es laufen. Ja, sozusagen jetzt gleich schon mit den stärksten Partnern, 56% Potenzial haben wir sozusagen in der simulierten Bundestagswahl erreicht. Und jetzt einfach so nach dem Motto, wir verstehen nicht jedes Detail, wir wissen auch noch nicht, wie manche andere Reformen aussehen. Aber ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, immer nur Schritt für Schritt vorgehen. Gesundheitsreform, dann nutzen wir Next Scientist for Future und noch den Experten und noch den Experten oder Expertin. Ja? Und dann den Wählern schon mal skizzieren. Und Sie haben es ja jetzt bekommen, gell, von Frau Mesli, diesen Text. Da ist ja schon mal ein bisschen was über die Gesundheitsreform in 3 Varianten geschrieben. Da können Sie schon mal nachlesen. Und dann sehen Sie ja auch bei diesem Petitionenwettbewerb, der Wettbewerb der 2 Petitionen, sehen Sie, dass die einen bei uns 60 positive Kommentare geschrieben haben und beim anderen, glaube ich, 5 oder 6 positive Kommentare. Oder wie, Frau Mesli, ist der neueste Stand der 2. Petition? Ja, das ist so, wie Sie das sagen. Also 30 Unterzeichner, glaube ich, jetzt aktuell und kaum Kommentare. Ja, und bei uns waren es über 200 Unterzeichner, in der gleichen Zeit etwa. Ja? Bevor dann Open Petition übrigens das gestoppt hat. Ne? Ja?
Weil Open Petition, da hat dann zensiert. Ja, da kommt ein neuer Gesundheitsreformvorschlag. Aus irgendeinem Grund haben die das dann gestoppt nach bei 200 Unterschriften. Ne? Ja, so, deswegen jetzt so der Gedanke, also, Sie müssen das alles nicht behalten. Wir haben 52 Jahre gebraucht, uns das alles merken zu können. Und wir stehen an Ihrer Seite, wir stehen Ihnen zur Verfügung, kostenlos, unentgeltlich, weil ich möchte eventuell nach Österreich umziehen, wenn Österreich das glücklichere Land geworden ist. Nur das ist, ich habe kein anderes Ziel. Ich habe in meinem Leben ein Vermögen ausgegeben, um dieses Ziel zu erreichen. Ich habe mein Haus verkauft, ich habe meine Autos verkauft, ich habe alles verkauft, nur um diesem Ziel dienen zu können. Denn ich will doch nicht sterben und am Ende sagen, ja gut, ich habe einen Luxusschlitten gefahren, aber ich war nie glücklich. Das möchte ich nicht. Ich möchte für uns alle ein glücklicheres Leben. Und das ist der Weltrat. Das ist die einzige Instanz in der Welt, in der es nicht um Profit geht und Geld geht und wir dürfen keinen Cent annehmen. Und jetzt noch letzter Gedanke. Unsere Professoren spenden ab und zu was intern hinein. Wir dürfen nichts von außen annehmen, aber wir dürfen nach außen helfen. Wenn das gut anläuft mit Ihnen und alles gut läuft, können wir dann immerhin ein bisschen was unterstützen, dass vielleicht die Klickzahlen höher werden bei unseren Talkshows oder sonst was mit Ihnen und so weiter. Also wir würden Sie unterstützen mit allem, was wir haben. Das ist nicht viel, aber das würden wir nutzen, was die Professoren halt so ab und zu spenden, ne? Da kommt schon jeden Monat mal so 400 € zusammen oder so, was da so reinkommt. Ja? Und wir haben da schon durchaus. Also von daher, wir bieten Ihnen Hilfe auf allen Ebenen an, aber bitte suchen Sie Leute, die uns widersprechen. Lassen Sie uns nicht unwidersprochen. Ja? Frau Brugland hat eben gute Gegenargumente gegen unsere Leistungsmessung gesagt, aber sie ist auch persönlich betroffen. Und der Punkt ist so, dass wir Sie als Politiker und die Politik und die Wählerinnen, die sollen in Zukunft, sollen die Wähler darüber entscheiden, wie das Gehalt des Apothekers geregelt wird, aber nicht der Apotheker selbst darüber entscheiden, wie er sein Gehalt regelt. Ja? Sondern die Wählerinnen müssen entscheiden, welches System will ich haben, wie viel Kontrolle will ich haben und wie viel Leistungsmessung und wie viel nicht. Das ist eine Entscheidung der Wähler. Wir dürfen nicht, das ist nochmal so ein biologischer Spruch, wir dürfen doch nicht den Bock zum Gärtner machen. Wir dürfen doch nicht den Bock darüber entscheiden lassen, wie es im Garten zugeht, sondern wir müssen doch die Wählerinnen entscheiden lassen, welche Rahmenbedingungen sie der Impfindustrie, der Maskenindustrie, der Testindustrie und der Virologenindustrie setzen. Oder? Schlussrunde. Frau Mesli, Ihr Schlusswort, ruhig ausführlich. Okay, also ich bedanke mich für die interessante Runde. Und wenn ihr das in Österreich schafft umzusetzen, dann ziehe ich auch nach Österreich. Ja. Okay, vielen Dank für den schönen Abend. Dankeschön. Ja, Frau Brugland, Psychologin, Ihr Schlusswort für die heutige erste Annäherungsrunde. Ja, zum ersten Mal in so einem Live-Chat hier drin, also aufregend. Ja, vielen Dank für die interessanten Konzepte und ja, und dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Und nach Österreich auch viel Glück bei eurem Vorhaben. Ja, und wie gesagt, gern wieder gesehen, auch in den nächsten Talkshows. Immer gern dabei. Ja? Herzlich eingeladen. War ja heute das erste Mal, dass es richtig geklappt hat mit der Teilnahme, ne? Wir hatten schon öfters gesprochen, ne? Denn wir kennen uns schon auch schon seit 20 Jahren, ne? Genau, Seit ja, 20 wir kennen Jahren. uns schon sehr lange. Ja, seitdem ich nach Köln gekommen bin, weil hier jemand sein Examen an der Uni Köln über mich und Charles Darwin und Professor Richard Dawkins gemacht hat, ne? Über mein Lebenswerk, über meine Bücher und so weiter. So, ja, jetzt die Österreicher, ihre Schlussbemerkungen, beide von Ihnen, ja? Ja, ich finde das Konzept einmal spitze, wenn die Politik so wäre, wie was da präsentiert wird, dann wäre man aber wahrscheinlich arbeitslos, aber das macht nichts, da bin ich gern arbeitslos, wenn das Leben so sein sollte, was ich mir das vorstellen. Wir dürfen halt nicht über, sage ich mal,
nicht in klein zum Gloria auferstehen, sondern man muss schon, es ist Arbeit dahinter, ne? Um die Leute wieder dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehören, ne? Das ist halt das große Problem und die große Herausforderung. Und darum sagen wir immer, gemeinsam, nicht einsam. Genau, und ich arbeite 7 Tage die Woche, 6 Stunden ehrenamtlich für diese Sache, für mein Lebensglück eigentlich arbeite ich. Und dann habe ich noch 2 andere Berufe, ne? Also, und das eine ist ehrenamtlich und das andere noch 2 Berufe. Aber das geht alles und ja. Ja, dann noch Ihre Schlussbemerkung. Ja, also ich finde das auch sehr interessant. Wir werden das sicher unseren anderen Leuten auch das Ganze vorstellen. Vielleicht möchte dann der Die eine oder andere Sendung auch kriegen Sie ja dann schon in ein paar ja. Stunden, kriegen Sie die Sendung zugemailt, Ja. können die dann Super. wei veröffentlichen, weiter den Link weiterschicken und wir veröffentlichen und so weiter. Okay. Und Ja. wie gesagt, wir brechen diese 20 Gigabyte so auf ein paar 100 Megabyte runter hier mit der Technik und dann haben Sie das. Und beim nächsten Mal muss ich dann gucken, dass ich, wenn Sie wieder zu zweit mit einer Kamera auftreten, dass ich dann den Bildausschnitt vergrößere, denn Ihr Kollege ist teilweise nur halb zu sehen, ne? Aber das werden wir Er beim nächsten Mal, schämt mich. beim nächsten Mal werden wir das besser machen, ne? Ja, genau. Und nein, ich finde das super und werde es den anderen Kollegen auch vorstellen und auch dem Frank Rödel, dem Gründungsvorstand in Deutschland. Also, was mein Thema ist, wir müssen Ja, das vielleicht voll. schicken Sie ihm genau diese Sendung auch mit, wenn Sie Ja, mit ihm sprechen, ne? mach ich sicher, ja, mache ich sicher. Das Volk muss man auch darauf hinrichten oder hinweisen, damit sie dann selber wieder entscheiden können. Die wissen ja das gar nicht mehr, dass sie das dürfen, weil sie ja die letzten 30, 40 Jahre nur ein Gläuterl gemacht haben bei der Wahl und dann gesagt haben, die machen schon, die Politiker machen das schon für uns und die wissen ja das gar nicht mehr. Und darauf müssen wir sie dann auch hinrichten und immer wieder darauf hinweisen, Und dass trotzdem sie immer nicht wieder dürfen. klar machen, dass sie die Bürger nicht wahnsinnig viel Zeitaufwand damit haben, sondern dass es mit einfachen, kurzen, wenig zeitkostenden Sachen möglich ist, dass sie wieder das Sagen bekommen, ohne Genau, dass sie ja. monatelang in Bürgerräten oder Bürgerparlamenten sitzen müssen. Genau, und das geht es ja. Und darum müssen wir dann auch über die Tools reden, wie man das dann abstimmt, wie die Wohlfühlstimme. Das wäre dann ganz wichtig auch für mich. Und dann, ich glaube, dass es eine tolle Sache ist. Und das werden wir sicher mal in Oberösterreich, weil wir haben heuer in Oberösterreich eine Wahl. Schon probieren zum Umsetzen mit euch zusammenarbeiten. Also darauf freue ich mich schon. Danke. Ja, und ich freue mich, wenn wir so weitermachen, ziehe ich wirklich irgendwann dann nach Österreich, weil es dann vielleicht geklappt hat. Sagen wir mal so, auf jeden Fall habt ihr jetzt schon mal die Top-Experten mit dabei und es braucht aber noch andere und mehr kann ich nicht sagen, denn niemals Einseitigkeit. Einseitigkeit. Auch wenn wir im Moment die weltbesten Experten sind, da bin ich ganz sicher, unsere Professoren, unsere ehemalige Bundesministerin und so weiter, die alle von diesem Geist des Gutes tun, Belohnens durchdrungen sind, ja. Und wenn man dann aber, und ich weise nochmal darauf hin, auf unserer Homepage, der zweite Link ist ja das Gespräch mit dem Trendmagazin, das mittlerweile insgesamt in bestimmt 10 Veröffentlichungen mindestens 7.000, 8.000 Klicks bekommen hat. Wenn Sie da mal reinschauen, sehen Sie unseren Professor Mertens, auch ein Top-Mann, der auch durchdrungen ist von diesem Gedanken, wir müssen Prävention, wir müssen Krankheiten verhindern, genauso wie wir Gaus verhindern bei Atomkraftwerken und Stromausfälle verhindern müssen und nicht immer erst hinterher reparieren, sondern wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder erst gar nicht krank werden, anstatt nur hinterher viel Geld zu verdienen, indem wir dann hinterher alles behandeln, sondern was können wir tun, damit die Leute seltener krank werden? Ja? Prävention, Krankheitsverhinderung, Gutes tun, belohnen. Ja? Und schauen Sie sich das an, unseren Professor Mertens, ein Top-Mann, ja? Für den gibt es auch eine Einzelsendung und so weiter. Übrigens ein sehr guter Freund der Grünen auch, Professor Mertens. Zufällig hat er öfters dort, wurde, also ich habe, als ich mit Grünen gesprochen habe, festgestellt, dass er bei denen sehr beliebt ist. Ne? Schön, dass er bei uns Mitglied ist. Ja, und also ich finde es toll. Ich sehe jetzt eine Chance, denn ich habe ja das gesehen, dass in der Basis so diese basisdemokratische Durchlässigkeit in Deutschland mir so ein bisschen gemangelt hat.
Und vielleicht, weil wir auch ein bisschen zu spät gekommen sind, vielleicht. Und bei Wir 2020 hat Frau Mesli auch gesehen, es ist schwer, es ist sehr viel Unbeweglichkeit, ja, also sehr wenig Durchlässigkeit. Und vielleicht ist einfach, wie damals mit dem Interview mit dem Magazin Trend, mit dem Chefredakteur, vielleicht ist Österreich einfach das richtige Land für sowas. Ja? Ja, dann verabschiede ich unsere heutige Talkrunde und wie gesagt, möglichst bald fortsetzen. Sie können jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken. Wie gesagt, wir können jeden Tag drei Talkshows produzieren. An uns liegt es nicht. Sie sagen einfach, wann Sie und wer kommt noch mit dazu und so weiter. Und einfach Stück für Stück weiter. Und wenn Sie irgendwo Unterstützung brauchen, wie gesagt, wir haben einen kleinen Etat, aber nur das, was wir dürfen nichts von außen annehmen. Wir haben nur das, was wir selber alle intern spenden. Ne? Mehr haben wir nicht. Ne? Das ist alles unser Privatgeld sozusagen. Ja, also von daher verabschiede ich hiermit, liebe Zuschauerinnen, das war der erste Schritt auf den großen Wahlerfolg von Die Basis Österreich hin. Einen großen Wahlerfolg, der dazu führt, dass Österreich das glücklichste Land Europas werden möge. Ja? Und Frau Mesli, wir ziehen dann um. Ihr Mann macht bestimmt mit. Ne? Alles klar, bis bald. Tschüssi.